Guten Tag, meine Damen und Herren. Wir sind mittendrin in der German Cancer Survivors Week 2021. Ich begrüße Sie recht herzlich zu dem Programm der Krebsgesellschaft Nordrhein-Westfalen, mit dem wir Sie heute hier entsprechend informieren wollen. Ja, worum soll es gehen? Sprich mit mir über Krebs. Und das hört sich so leicht an, ist es aber oftmals gar nicht. Wir wollen heute Betroffene zu Worte kommen lassen und hören, wie sie es empfunden haben, über ihre Erkrankung zu sprechen. In den Gesprächsrunden wollen wir dann das Thema Krebs und Kommunikation aus ganz unterschiedlichen Perspektiven betrachten. Und damit wir mit Ihnen ins Gespräch kommen können, haben wir für Sie die F&A-Funktion eingerichtet. Die können Sie gerne nutzen, wenn Sie Fragen stellen wollen. Diese Fragen werden wir entweder direkt in der Diskussionsrunde beantworten, schriftlich über die F&A-Funktion an dieser Stelle, oder aber Sie möchten sich direkt an die Landeskrebsgesellschaft Nordrhein-Westfalen wenden, dann können Sie das natürlich auch sehr gerne tun. Wir wollen einsteigen in das Thema mit Hedi Kerek-Bodden. Sie hat ein Video aufgenommen, in dem sie erklärt, wie sie ja, diese Kommunikation rund um Krebs wahrgenommen hat. Und deswegen schauen wir einmal rein. Bitte schön. Mein Name ist Hedi Kerek-Bodden. Ich bin 66 Jahre alt und 2002 an Brustkrebs erkrankt. Ja, wenn ich jetzt so zurückdenke an die ersten Tage nach der Diagnoseneröffnung, das war eine Situation, da konnte ich selbst das Wort Krebs gar nicht aussprechen. Ich konnte das Wort Krebs nicht in den Mund nehmen. Ich sprach davon, ja, ich habe einen Knoten in der Brust und der muss entfernt werden. Ich war in der Situation geschockt, konnte nicht auch den Wahrheitsgehalt der Diagnose nicht nachvollziehen. Ich stand eigentlich mehr neben mir in einer Schockstarre. Ich habe zum einen schon Zuwendung erfahren, so aus der Nachbarschaft. Also wurden Blumen dann für mich gebracht oder als mir besser ging, ein Buch. Waren schöne Zeichen. Andererseits habe ich aber auch festgestellt, zum Beispiel eine gute Freundin, in meiner Wahrnehmung hat sie sich in der Situation ziemlich rar gemacht. Und das hat mich zusätzlich bedrückt und auch enttäuscht. Was ich mir wünschen würde, ist, dass die Menschen mehr wissen über Krebs, denn schließlich sind wir ja nicht ansteckend, und dass sie einfach normal mit uns reden und erkennen, dass Krebs nicht das sichere Todesurteil ist und kein Tabuthema und dass man Krebs auch gut überleben kann. Ich bin nun jetzt 14 Jahre alt, sage ich immer. Und das macht mich auch ein bisschen stolz als Überlebende oder Survivor, wie das heißt. Und dass das mehr in die Öffentlichkeit kommt, dass es auch ein Langzeitüberleben gibt aufgrund der Behandlungsmethoden. Ja, dieses Video, Sie haben es gerade eben gesehen, gehört zu der Kampagne Sprich mit mir über Krebs. Und Sie haben auch gehört, was Frau Kerek-Bodden gesagt hat. Sie hat gesagt, sie konnte das Wort Krebs überhaupt nicht in den Mund nehmen. Und ja, diese Krankheit ist wahnsinnig schwer in Worte zu fassen, vor allem, weil sie extrem negativ belegt ist. Wir wollen jetzt über Krebs sprechen und dazu haben wir uns Gäste eingeladen, die sich jetzt auch gleich zuschalten werden. Und zwar begrüße ich warte nochmal auf unsere Gäste, die sich jetzt bitte mit Kamera einschalten. Da sind sie, wunderbar.
Und ich begrüße recht herzlich Herrn Dr. Häuser, Thomas Häuser. Er ist Chefarzt der Klinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe am Klinikum Herford. Schönen guten Tag, Herr Dr. Häuser. Und Herr Pape vom Verein Ein Lächeln für dich. Schön, dass Sie sich die Zeit genommen haben und mit dabei sind. Ebenfalls mit dabei ist Frau Will, Nadja Will. Sie ist Brustkrebsbetroffene. Und jetzt ganz aktuell dazugekommen ist Dina Oeschläger von der Krebsgesellschaft Nordrhein-Westfalen. Schönen guten Tag. Ja, wir bleiben jetzt so in diesem Setting. Also wann immer jemand etwas zu der Diskussion, die jetzt hier starten wird, beitragen möchte, tun Sie das und Sie, meine Damen und Herren, auch gerne. Also wenn Sie jetzt Fragen haben, die F&A-Funktion steht für Sie bereit und ich sehe halt zu, so viele Fragen Ihrer Fragen mit einfließen zu lassen. Beginnen wir erstmal, Frau Oeschläger, mit dem, was ich gerade eben in der Anmoderation noch gesagt habe. Also dieses Wort Krebs in den Mund zu nehmen, ist wahnsinnig schwierig, überhaupt über das Thema Krebs zu sprechen. Das haben wir ja auch in dem Video gehört. Warum ist denn das so? Über andere, sage ich mal, auch schwere Krankheiten, die gehen viel leichter von der Zunge. Warum gelingt das bei Krebs nicht? Sie müssten sich noch mal bitte entstummen. So, jetzt bin ich entstummt. Ja, hallo, ich bin die Dina Oeschläger von der Krebsgesellschaft NRW und klar, wir beschäftigen uns thematisch schwerpunktmäßig mit dem Thema Krebs. Der sprachliche Faktor ist bei uns noch ein etwas neueres Projekt. Das mache ich seit 2018. Kampagne heißt Sprich mit mir über Krebs. Und wir haben eigentlich angefangen, weil uns so ein Satz nicht gefiel. Und der war, du musst jetzt kämpfen. Und das begegnet einem ja relativ oft. Der Kampf, Sieg, Niederlage, was ist das denn alles für eine Kriegsmetaphorik? Was macht das im Kopf mit einem, wenn man eh schon mit einer schweren Erkrankung konfrontiert ist und dann kommt auch noch dieses ganze, jetzt benutze ich es auch mal, Arsenal an Worten auf einen zu, die alle etwas auslösen in meinem Kopf und das ist ja auch relativ gebräuchlich. Ja, und dann haben wir angefangen, auch die Menschen danach zu befragen, auch richtig wie so eine Marktanalyse in Fokusgruppen, was dieser Kampf zum Beispiel bedeutet. Und da waren auch die Auffassungen relativ unterschiedlich. Also ein paar haben gesehen, ich sehe das als sportlichen Wettkampf, das spornt mich an, ich will gesund werden. Auf der anderen Seite heißt es aber auch, ich begebe mich auf so ein Schlachtfeld. Und da will ich ja eigentlich gar nicht hin. Also ich will gut mit der Krankheit leben, gesund werden und will nicht kämpfen und solche Dinge, die mich jetzt auch noch so negativ belasten. Das war so mitunter der Punkt, weswegen ich gesehen habe, es ist ein riesiges Feld, was sich da aufrollt. Und der Faktor, der dann neben dieser ganzen Metaphorik kommt, ist der andere Faktor, dass man dann am liebsten gar nicht mehr drüber spricht. Wie die Frau Kirik-Bodden auch in dem Video gesagt hat, dieses Wort auszusprechen, dann wird dieses ganze Szenario für mich real. Und dann kommt alles, was man über die Zeit, über was man aus den Medien kennt, was man vom Hören sagen kennt, alles prasselt irgendwie auf einen hernieder. Und das ist schon ganz schön viel für den Anfang, also wenn man das dann alles so verkraften muss. Mhm. Da frage ich gleich mal Frau Will, Sie haben ja jetzt ja als Betroffene das eben auch durchmachen müssen. Gab es da für Sie so eine Signalwörter, die okay waren oder die eher, die Sie jetzt auch eher als belastend empfunden haben? Ja, also ich bin da ganz bei Dina. Also die Signalwörter erstmal so, diesem Negativen, in diesem Schlachtfeld sich zu befinden, fand ich immer dieser Kampf, wenn man sich mal damit beschäftigt, der Krebs kommt ja von mir. Und ich wurde zum Beispiel immer gefragt, Nadja, wie machst du das, gegen Krebs zu kämpfen? Und ich habe immer gesagt, ich kämpfe ja nicht dagegen, sondern ich kämpfe wofür und das ist mein Leben. Also die Perspektive anders zu betrachten, das war für mich der größte Wert. Mich selbst zu zerstören, inkludiert das ja sozusagen, wenn ich sage, ich kämpfe gegen den Krebs, eher zu sagen, die Mauer steht halt und ob ich da zehnmal gegen renne oder nicht, ist das eine. Zu sagen, ich gehe wofür, war für mich ganz wichtig und
aus diesem Schlachtfeld sozusagen. Frau Oeschläger, das bestätigt ja das, was Sie gerade eben gesagt haben. Wie unterschiedlich gehen die Betroffenen mit diesem Wording, also mit dieser Wortwahl um, beziehungsweise wird da auch unterstützt, dass man vielleicht auch diesen Perspektivwechsel hinbekommt, wie Frau Will das eben gerade erklärt hat? Ja, das ist, es ist natürlich sprachlich gesehen alles viel, viel komplizierter, ne, wie es im realen Leben ist, wie viele Situationen dann auf einen zukommen. Es ist vor allen Dingen so, wir haben einen ganz tollen Mann bei uns im Beirat, der dann ganz frech gesagt hat, sprachlich gesehen möchten wir jetzt endlich mal Krebs entbösen. Das ist natürlich eine wagemutige Vorstellung, weil diese Krankheit ist nun mal schwerwiegend. Und da kann man auch nicht diese Worte sagen, das ist alles gut. Das ist es eben nicht. Aber wenn man sich das anguckt, wie wir sprachlich sind und was die Medizin und die Diagnostik heute kann, sind wir sprachlich im Mittelalter und die Medizin und alles andere ist schon viel weiter. Also wir haben ein höheres Überleben. Da kann uns der Dr. Häuser bestimmt auch gleich noch mehr darüber erzählen. Es ist ganz anders als vor Jahrzehnten noch in diesem Bereich. Also wie sich die Krankheitsraten und Verläufe entwickeln, wie die Therapien sich entwickeln. Und dadurch ist es so, dass wir eigentlich eine neue Sprache dafür brauchen. Und dass wir auch davon wegkommen, letztendlich diese Krankheit so personalisieren. Also es ist ja das Böse an sich. Und das haben sie so bei anderen Krankheiten nicht, egal wie schwerwiegend die auch sind. Eine Herzinsuffizienz ist eine schwere Erkrankung und daran kann ich sterben oder sterbe ich. Aber bei dem anderen ist es so, da blüht einem gleich das Allerschlimmste in den wildesten Farben. Und dabei ist es so, das kann auch die Nadja gleich bestätigen, keine Krankheit ist wie die anderen. Und man kriegt natürlich nur Hörensagen um die Ohren geschmissen und man kann es nicht vergleichen. Wie der eine, nicht wie der andere, also ist das sprachlich natürlich genauso ein Problem. Und das ist so dieser Kernpunkt dieser Kampagne, die wir da machen. Einfach zu gucken, wie gehen wir an die Öffentlichkeit mit diesem ganzen Spektrum an Problemen, die eben das so Ganze betrifft, das Schweigen, diese Sprache. Und das haben wir jetzt versucht, im ersten Take mit einem Buch und dann mit in den Jahren danach mit Veranstaltungen, unter anderem einem Poetry Slam zum Thema Krebs, wo ich im Vorfeld doch arg geschwitzt habe, wo ich gedacht habe, kann das funktionieren, wenn ich auf der Bühne bin? Und ich habe da ganz unterschiedliche Menschen im Publikum sitzen, die eigentlich unter einem Poetry Slam sich vielleicht was anderes vorstellen. Aber das war in dem Bereich eine Veranstaltung, die wirklich wirklich alle abgeholt hat oder so. Also es war sowas von erstaunlich, auch in der Wirkung, dass alle zusammen in einem Raum gesessen haben. Das war vor Corona, das ging leider noch und ich hoffe, dass wir das auch irgendwann wieder können. Dass so viel Verständnis und Energie gegenseitig da wird für die verschiedenen Problematiken und wie offen man darüber reden kann. Und es hat keinem weh getan. Genau, und wir werden auch heute zwei Poetry Slams sehen. Also sehr, sehr interessant. Einmal von Frau Will und dann nachher auch noch von Herrn Schneider. Ganz zum Schluss werden wir da noch etwas sehen. Also damit Sie einen Eindruck bekommen, wie das abläuft. Es gibt schon jetzt an der Stelle eine Frage an Frau Will und die möchte ich jetzt gleich mal stellen. Als Angehöriger oder Kollege weiß man oft nicht, ob man Betroffene auf die Erkrankung ansprechen soll. Haben Sie Tipps, wie man mit Erkrankten in den Dialog kommt? Ja, eine total sympathische Frage. Dafür sind wir ja heute auch hier. Ich möchte mal aus meiner Perspektive sagen, wie Dina das eben schon gesagt hat, man ist irgendwann nur noch die mit dem Brustkrebs. Also sonst ist man nicht die mit der Herzinsuffizienz, aber gerade ist man dann die mit dem Krebs oder der. Und ich muss wirklich sagen, aufrichtig und für mich am sympathischsten war es immer, wenn mich jemand direkt angesprochen hat, auch wenn er nicht wusste, was er sagen soll, aber vielleicht das auch einfach zu kommunizieren. Hey Nadja, ich weiß eigentlich gar nicht, was ich sagen soll, aber ich bin da oder eben lass uns drüber reden oder
Da gibt es also ganz viele unterschiedliche Meinungen auch. Die einen nehmen einen in den Arm, die anderen fangen gleich an zu weinen. So wie viele Freundinnen das gleich gemacht haben, die hier auf der Matte standen. Und die Worte sind echt schwer zu finden, vor allem wenn es so überrannt kommt. Aber ich glaube, der einzig wahre Tipp ist, aufrichtig als den, der Kommunikation sucht, mit der Betroffenen oder dem Betroffenen mit dem Erkrankten, das auch so zu verbalisieren und zu sagen, ich möchte mit dir in Kontakt sein, ich weiß aber selber gerade gar nicht, wie. Und einfach auch zu kommunizieren. Ich glaube, das ist das wirklich an der ganzen Sache, weil ich glaube, es gibt da kein Patentrezept, wie soll das richtig sein. Also da wirklich ganz oft bei sich bleiben und sagen, ich weiß es eigentlich nicht ganz genau, aber ich möchte auch was sagen. Und genau, also da bei sich zu bleiben. Es ist vielleicht auch einfach, Entschuldigung, das Beisammensein, dass jemand da ist. Ne? Und manchmal, es fehlen einem die Worte, weil es so schwer ist. Aber das hat ja nichts damit zu tun, dass wir nicht kommunizieren. Und das dann in dem Moment auch einfach auszuhalten, das gehört dazu. Und da auch einfach offen drüber zu reden, wenn die Stimme da ist, dann ist sie gerade da. Aber es ist ja nicht schlimm. Es ist ja jemand da, sozusagen. Ja. Eine zweite Frage kommt schon mal rein. Die gebe ich mal an Herrn Pape. Herr Pape, hier wird gefragt, bei Krebs geht es meist um Schuld. Das ist so schlimm. Die Frage, warum, es gibt meist keine Antwort. Pech, keine schöne Antwort. Aber was kann ich tun, wenn es Schicksal, Pech ist und ich nicht weiß, was ich tun kann? Ja, also das Thema Schuld, ist eine wirklich schwierige Frage, weil das Thema Schuld da einher mitgeht im Sinne von, bin ich selber schuld? Gibt mir jemand anders die Schuld? Ich weiß auch nicht ganz genau, wie ich die Frage jetzt beantworten kann. Ich weiß zumindest, dass wir hier dieses Thema mit Schuld immer haben. Zum einen die Erkrankten, die sich selber eine Schuld auferlegen, zu sagen, was habe ich getan? Das haben wir am meisten, sage ich ganz ehrlich, bei den Rauchern, die der Meinung sind, nur weil sie geraucht haben, sind sie auch an Krebs erkrankt. Das ist ja auch manchmal so, aber es ist eben auch häufig nicht so. Und wir haben dann auch durchaus Ärzte, die sagen, wenn du dein ganzes Leben geraucht hast, brauchst du jetzt auch nicht mehr aufhören. Also da muss man vielleicht das Thema Schuld anders sehen. Bei meiner Tochter war das Thema Schuld auch ein anderes, weil da häufig eben sie damit konfrontiert wurde, wie kannst du denn mit 16 oder mit 15 Jahren Lungenkrebs haben? Du hast doch gar nicht geraucht. Also da hat noch jemand wieder versucht, eine andere Schuld zu implizieren, zu sagen, eigentlich darfst du ja gar keinen Krebs haben, bist ja keine Raucherin. Mhm. Und dann gibt es noch eben diese Schuldgefühle im Umgang mit Erkrankten. Ich habe das falsche Wort gewählt, hätte ich mich mal nicht gestritten und kann das jemand noch verkraften und wie ehrlich kann ich noch mit jemandem sein? Dann sind wir in diesem Thema Würde. Bin ich schuld daran, wenn ich vielleicht, oder bin ich unehrlich, wenn ich vielleicht Dinge einfach weglasse? Also ich sage nicht etwas Falsches, sondern ich lasse sie einfach weg. Ist das auch schon irgendwie unehrlich? Bin ich dann auch schuld, wenn ich etwas nicht sage? Also das Thema Schuld in dem Thema ist gewaltig. Und meine Antwort darauf ist einfach nur, der ehrlichste Umgang ist einfach der fairste. Denn Kranke sind krank, aber sie sind nicht entmündigt. Deswegen halte ich das für ganz, ganz wichtig, einfach diese Themen wirklich ehrlich anzusprechen. Und wenn jemand Schuldgefühle hat, kann man das auch ehrlich ansprechen. Aber für jemand, der Krebs hat und von anderen die Schuld bekommt, dass er erkrankt ist, ich glaube, da gibt es keine Antwort. Ich kann ja schlecht sagen, ich bin nicht schuld daran, dass ich erkrankt bin. Ich bin nicht schuld daran, dass ich erkrankt bin. Aber beweisen kannst du es natürlich auch nicht. Ne? Also wir steigen hier schon richtig rein, Frau Oeschläger. Jetzt haben wir das jetzt gerade gehört. Das ist so vielschichtig, so individuell, so aus unterschiedlichsten Perspektiven. Wo können Sie denn bei der Kampagne ansetzen, um das halbwegs einzufangen? Jetzt hatten Sie ja schon gesagt gehabt, dass Sie wollen, Sie haben ein Buch veröffentlicht. Es wird dann hoffentlich irgendwann auch wieder Live-Veranstaltungen geben. Aber wie kommen Sie da an diese wahnsinnig große Palette von Themen ran? Im Grunde geht es nur darum, öffentlich zu sprechen. Also öffentlich die Probleme anzusprechen und Verständnis zu schaffen, Perspektiven zu schaffen, auf die andere Seite zu schauen. Wie fühlt sich mein Arzt, wenn er mir die Diagnose überbringen muss? Wie könnte mein Gegenüber, was kann ich als Betroffene tun? Was kann ich als Angehörige tun? Es gibt so viele Perspektiven und im Grunde ist es so, dass was wir auf jeden Fall vermeiden wollen, ist eben das Schweigen.
weil das ist das, was am allerschlimmsten ist. Was Falsches kann ich sagen. Und wenn mir dann das mein Gegenüber spiegelt, das fand ich jetzt blöd, was du mir da gesagt hast, das kommt bei mir so und so an, kann man das ja korrigieren. Das Schweigen kann ich nicht korrigieren. Das ist da und dann geht was kaputt, dann geht eine Beziehung kaputt, ein sozialer Kontakt. Und das ist ja das, worunter wir, was wir jetzt auch in Corona-Zeiten gemerkt haben, am meisten leiden, wenn wir keine Kontakte haben, wenn wir uns nicht mehr gegenseitig helfen können und unterstützen können. Und das ist eben das ganz Essentielle. Und wir versuchen mit der Kampagne eben immer dieses Gespräch zu suchen, vor allen Dingen generationsübergreifend, mit jüngeren Menschen, mit älteren, mit allen zusammen, so dass wir gemeinsam schrittweise vielleicht das Sprechen erfinden, so wie wir dann ganz sorgfältig miteinander umgehen können und auch merken, wie es ist. Also ein Punkt ist zum Beispiel, was wir eben schon mal kurz angerissen haben, ist das, was wir so Smalltalk-Desaster nennen. Krebs, Smalltalk geht ja gar nicht. Also das funktioniert nicht. Ich kann diese ganzen Gesprächsfloskeln, die ich mir sonst so bereitgelegt habe im Alltag, nicht anwenden, wenn mir jemand entgegentritt, der mir von so einem schweren Schicksal erzählt. Dann muss ich alles wegschütten und sagen, was sage ich dem dann? Und die Nadja hat es ja eben schon erwähnt. Man kann die eigene Hilflosigkeit ruhig zugeben und sagen, so, mir fehlen jetzt gerade die Worte, ich höre dir zu, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Das ist ehrlich und authentisch. Derjenige erwartet keinen Rat, der jetzt gerade hilft, Tee trinken, geh mal mehr an die Luft oder was auch immer. Das ist es ja nicht. Und das einfach das Zuhören und das dafür füreinander da sein und auch zu sagen, wie komme ich jetzt raus aus dieser Geschichte? Wie können wir gegenseitig miteinander sprechen? Was soll ich dir sagen? Oder sollen wir heute auch mal gar nicht drüber sprechen? Ist ja auch manchmal so, ne? Dass man sagen, heute ist das gar kein Thema und morgen sprechen wir wieder anders. Das ist so dieser Kern der auch der Aktionen, die wir da machen. Ich lese noch mal kurz einen Beitrag vor. Ich als Prostatakrebs-Selbsthilfegruppenleiter der Gruppe Berlin Nord möchte hier mal eine Lanze brechen für die Selbsthilfegruppen, die noch immer viel zu wenig bekannt und unterstützt sind. Dort kann man ungefiltert reden, wir hören zu, nehmen Ängste und auf und fangen die Betroffenen auf. Das auch nochmal jetzt, Frau Oeschler, ich gebe es nochmal kurz an Sie nochmal, bevor wir weitergehen. Diese Unterstützung von Selbsthilfegruppen, kommt das auch zu kurz? Ist das auch ein Tipp, den Sie auch noch betreffen? Ja, die Selbsthilfe, die moderne Krebs-Selbsthilfe macht eine wahnsinnig tolle, wertvolle Arbeit. Also die sind alle möglichen Gruppen. Wir haben selber Verbände, die bei uns in der Krebsgesellschaft aktiv sind. Und die sind also auf verschiedenen Feldern aktiv und haben natürlich auch ein Generationsproblem, weil viele Jüngere denken, oh, die sitzen jetzt da und nur im Stuhlkreis und bemitleiden sich alle selbst. Es gibt da so ein bisschen viele Klischees in dem Bereich. Dabei ist es wirklich nicht so. Also wir bekommen so manchmal so die Rückmeldung, dass viele dann sagen, ach nee, das ist nicht so meins, da möchte ich nicht so mich so binden. Unser Tipp wäre auf jeden Fall ausprobieren und mal diese Gruppen besuchen oder mal Kontakt annehmen. Man kann auch nur telefonieren. Ne? Also man muss da jetzt nicht, vor allen Dingen in diesen Zeiten war das ja mit den Gruppentreffen auch nicht so, so präsent. Aber man kann da so viele wertvolle Tipps bekommen und auch je nach Bedarf auch sich da, es ist ja keine Verpflichtung zu machen. Also von unserer Seite ist die klare Empfehlung da, Kontakt aufzusuchen, auf jeden Fall. Gehen wir mal einen Schritt weiter. Sie haben vorhin kurz mal erwähnt, Frau Schläger, die Kommunikation mit dem Arzt. Und da möchte ich gerne noch mal ein bisschen näher reingehen, denn es gibt ja irgendwann dann ja das Erstgespräch. Es wird dann ganz automatisch über Krebs gesprochen. Und Herr Dr. Häuser, Sie tun das berufsbedingt. Und Frau Will, Sie haben dieses Gespräch hinter sich. Interessanterweise auch Sie beide tatsächlich, Herr Dr. Häuser, ist Ihr behandelnder Arzt. Das heißt also, Sie können jetzt aus erster Quelle beide hier berichten. Frau Will, wie war denn das bei Ihnen? Wie entscheidend oder ganz generell, wie entscheidend
Ist aus Ihrer Sicht dieses allererste Gespräch, wo dann die Diagnose gestellt wird, wie sich da die Ärztinnen, die Ärzte allgemein, wie sie sich da verhalten, die Ärztinnen und Ärzte? Ich würde sagen, das ist der fundamentale Grundstein, der gelegt wird. Ich kann das tatsächlich aus zwei Perspektiven sagen. Ich war in der Diagnostik unterwegs und morgens beim Ultraschall, dann schnell zur Mammographie, alles ambulant und dann sagt mir Oberärztin in dem ambulanten Zentrum, sind Sie alleine hier? Wir reden hier vom Brustkrebs und wir gucken mal die Lymphknoten, das sieht nicht so aus, dass sie betroffen sind und ich habe gelegen und habe gedacht, was hat sie jetzt gerade gesagt? Und haben Sie Kinder? Ja, zwei Stück. Oh gut, dann müssen wir jetzt mal gucken, dann ist hier die Eisenbahn. Das war Freitag der 13. mittags und ich wusste mir ehrlich gesagt nicht zu helfen, wie Sie es eben schon erwähnt haben. Ist vorab, wir ein kollegiales Verhältnis auch zueinander haben. Ich bin Anästhesie-Schwester und habe natürlich auch Dr. Häuser aufgrund seiner Tätigkeit im OP kollegial hier und da begleitet und ich hatte an dem Tag auch Dienst. Und einfach mal so für das Verständnis kam ich da raus und habe gedacht, was hat die dir jetzt gerade erzählt? Ich konnte es gar nicht formulieren und musste mich erstmal auf Arbeit melden, weil ich dachte, eigentlich muss ich in einer Stunde Dienst antreten und konnte dieses Wort Krebs überhaupt nicht aussprechen und bin dann quasi auf Anordnung meiner Chefin direkt ins Haus gekommen mit Tränen und ich kann es gar nicht wiedergeben und ich weiß bis heute auch gar nicht, wie ich da angekommen bin. Und habe dann im Brustzentrum das erste Mal als Patientin gesessen und Dr. Häuser des Weges und wusste schon Bescheid, da kommt eine Schwester außer Anästhesie mit dem Verdacht vom Brustkrebs. Und da angekommen war es ein ganz anderes Gefühl. Ich will mal sagen, ich selber habe ihm einfach die CD gegeben und habe gesagt, ja, nachdem er fragte, was hat sie denn gesagt? Ja, Brustkrebs. Und ganz schnell ausziehen, hinlegen, Ultraschall und stillschweigend einfach geguckt und hat einfach wirklich in einer ganz ruhigen Atmosphäre sich das für sich, glaube ich, verinnerlicht, was ist da los. Das wurde dann auch gestanzt sozusagen, es wurden Proben genommen und natürlich liegt man dann da als Patientin und denkt sich, okay, es ist Stille, was sagt er und versucht irgendwie, ja, für sich klarzukommen und für mich ganz besonders. Auf einmal sitze ich da ja als nicht mehr Kollegin, sondern als die, die gerade das absolute Kantholz vor den Kopf gekriegt hat und ist auch so völlig ab der Natja, die ja eigentlich souverän im OP steht und weiß, was sie tut. Ich wusste eigentlich gar nichts mehr und entscheidend war dann eigentlich, dass ich sag mal so, dass ich in dem Moment resettet habe und er entscheidend einen guten Satz zu mir gesagt hat, nachdem er gestanzt hat und ich einfach ja nachgefragt habe, wie ist denn das? Und gesagt habe, wenn das Brustkrebs ist, ich springe von der Brücke, nee, da bringe ich mich um, da mache ich nicht mit in dem Film. Also ich war ja völlig in meinem eigenen Wirrwarr und er ganz straight gesagt hat, also es gibt da mehrere Möglichkeiten, unabhängig davon, was diese Probe ausgibt. Ist Faktor 1, ich verspreche Ihnen eins, ich mache Sie wieder gesund, aber entscheidend ist die mentale Einstellung. Und da habe ich gedacht, was ist denn das jetzt für eine Ansage? Und fortlaufend war das für mich echt mein Tattoo im Kopf. Okay, er hat mir ein Versprechen gegeben, wie verrückt ist er denn? Entschuldigung, dass ich das jetzt so sage. Und hat gesagt, die mentale Einstellung. Und das hat für mich, dass alles, was vorher war mit der Ärztin, total neutralisiert. Und ich habe gedacht, okay, jetzt fängst du nochmal von vorne an. Und Montag, also es war Freitag der 13., dieses Wochenende verging. Wir mussten da ja irgendwie durch, ne? Und Montag war klar, dass alle mich mit trüben Blicken empfangen haben. Und ich nochmal wiederholt habe, dass sie jetzt den Bestatter bestellen können, nachdem klar war, die Histologie bringt einen G3-Tumor sozusagen mit sich. Und er hat ganz klar gesagt, wir haben doch einen Deal, oder? Ja, ich habe ihm was versprochen. Ah, okay. Und das war ein Moment, das waren 30 Sekunden.
Aber es war so entscheidend. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, wie du das empfunden hast, Thomas, von der anderen Seite. Ne? Da sitzt du da auf einmal als Kollegin bis zu dem Zeitpunkt, mal sagen, wie das für dich war. Ja, bitte, Herr Dr. Häuser, denn ich sag mal so, diese, ich verspreche Ihnen oder dir, je nachdem, ich mache dich wieder gesund. Puh. Ja. Okay, mal grundsätzlich, ich hatte ja da irgendwo ein Heimspiel. Die Ärztin in dem diagnostischen Zentrum, die hat ja nun gar nichts richtig gemacht. Und da kannst du als Arzt, wenn du ein bisschen Erfahrung hast, schon mal Punkte sammeln. Das ist natürlich so, den Zugang zu dem Menschen zu finden, der da mit den größten Ängsten des bisherigen Lebens wahrscheinlich konfrontiert ist und gar nicht möchte, dass das alles wahr ist, dieses Gefühl, man ist gar nicht da, was passiert einem da nicht mit? Ja, da Zugang zu finden, da gibt es kein Rezept für. Es gibt überhaupt keinen Zugang, den man generell empfehlen kann. Für mich ist das, vielleicht habe ich in dem Moment wirklich die richtigen Worte gefunden, weil, okay, es ist natürlich auch eine medizinisch vorgebildete Person, da kann man auch anders mit sprechen als mit jemandem, der von einem ganz anderen Kontext herkommt. Und wie gesagt, ich hatte ja gewisse Hinsichten. Was wir vorhin schon so angesprochen haben, ist ja so ein bisschen ist ja in die Kommunikationsphilosophie reingehen. Wie spricht man darüber? Erstmal die Enttabuisierung, dass man eben das offen nimmt. Das ist schon mal klar. Für den Arzt muss es wichtig sein, da sitzt nicht der Krebs vor einem, sondern die Frau oder der Herr so und so hat halt Krebs. Aber die Person, wir behandeln ja nicht den Krebs, wir behandeln ja den Menschen. Und das, was wir in der Medizin häufig falsch machen. Wir sehen die Erkrankung, die ist ja auch unglaublich interessant, da kann man forschen, da kann man alles Mögliche an Sachen mitmachen, man kann tolle Operationen machen, aber eigentlich, es geht um den Menschen. Denjenigen, der betroffen ist. Und das lässt in der Kommunikation dann doch ganz viele Fallen umschiffen, in die man tappen kann. Der Patient tappt ja auch grundsätzlich mal in diese Kausalitätsfalle. Er fragt nämlich, wie das schon angesprochen wurde, kann ich was dafür? Bin ich daran schuld? Was ist denn das jetzt? Habe ich mir das selbst zugezogen? Das ist eine typische Reaktion. Darauf gilt es natürlich auch als Arzt einzugehen und diese Kausalität und die Selbstvorwürfe, dass man das ein bisschen abmildert. Es ist immer, wie gesagt, nicht diesen Fehler begehen, jetzt über den Krebs zu sprechen. Man muss, sondern tatsächlich, wie es weitergeht, oder was würden Sie da sagen? Das, was man mit dem Patienten vorhat. Weil hier wurde auch, also hier kommen mehrere Bemerkungen, Statements auch rein und die gehen ziemlich so in die gleiche Richtung. Also ich lese mal eine mal stellvertretend vor. Das Überbringen der Diagnose von ärztlicher Seite ist leider häufig nicht sehr feinfühlig und die Therapie wird eher verordnet, als gemeinsam Alternativen zu besprechen und zu entscheiden. Also eine zusätzliche Belastung für das Selbstwertgefühl. In Selbsthilfegruppen, das hatten wir gerade eben schon, finden viele erst wieder eine Sprache. Bleiben wir nochmal beim Arzt und auch bei dem Beispiel, was Frau Will gerade gesagt hat. Also wird gesagt, so gar nicht knallhart, wird dann gesagt, so Sie haben jetzt Krebs, das ist jetzt das und dann geht es weiter. Oder andersrum frage ich Sie mal jetzt so, wir haben Ärzte, können sich dafür sensibilisieren vielleicht, wie Sie jetzt gerade gesagt haben. Aber was kann denn der Patient aus Ihrer Sicht machen? Sie haben ja nun sehr viele dieser Erstgespräche schon. Die reagieren ja auch anders, unterschiedlich. Wie gehen Sie damit um, mit diesen unterschiedlichen, weiß ich nicht, was kommt da vor? Schockstarre, Weinkrämpfe, weiß ich nicht, vielleicht auch ganz komplettes Leugnen. Wie geht man damit um? Es gibt zwei Situationen für uns. Das eine ist der Patient, die Patientin, die schon die Diagnose kennt und auftaucht und jetzt von mir erwartet, dass ich erzähle, wie es weitergeht. Und die andere Situation ist die, wie bei Nadja, die hatte zwar das Wort Krebs schon gehört, aber die endgültige Diagnose habe ich dann mitgeteilt. Ja, ich bin sicherlich jemand, der direkt auf das Thema zugeht.
Ich glaube, es bringt nichts, rumzueiern und dem Patienten dann erstmal was vom Wetter zu erzählen oder irgendwie abzulenken. Du weißt ja sowieso, worum es geht. Also die Diagnose Krebs oder das Wort Krebs, das muss man ja gar nicht tabuisieren. Das ist einfach eine Bezeichnung für eine Erkrankung. Eine heilbare Erkrankung, aber auch in manchen Situationen unheilbare Erkrankung. Das ist doch das Nächste, was der Patient wissen möchte. Ist das denn heilbar? Habe ich eine Chance? Darauf Wann, gilt es, sich zu fokussieren. genau, also da wirklich so wenig Informationen und nur die relevanten für den Patienten in dem Moment, so habe ich das jetzt verstanden. Ich sage dem Patienten, mir geht es mal von, rede es mal von Brustkrebs. Wenn wir gemeinsam diese Erkrankung therapeutisch durchstehen, das heißt, Sie bekommen solche Chemotherapie, Sie sind regelmäßig bei mir, ich gucke, ob der Tumor schrumpft, das ist so der Sinn der Sache, der neoadjuvanten Chemotherapie, da wird erst die Infusion gegeben und dann wird regelmäßig kontrolliert, was wir machen, das regelmäßig, ob der Tumor anspricht. Und dann am Ende steht dann die Operation. Ich sage, wenn in dieser Zeit, in diesem Zeitraum, werden wir zusammen mit dieser Erkrankung konfrontiert sein. Und ich kann Ihnen versprechen, Sie werden sehr viel über Ihre Erkrankung auch lernen. Ganz viele Fragen werden Sie beantwortet bekommen. Vielleicht werden Sie sogar zum Experten während dieser Zeit. Und gleichzeitig sehen Sie, dass die Therapie wirkt. Und das führt natürlich schon zu so einem Team, so eine Teambildung in der Therapie, das ist ja das Gute am Brustkrebs, also das einzig Gute am Brustkrebs, ist, dass man eben, weil so viele Fälle sind, sehr, sehr viele Therapieansätze hat und dadurch, dass man eine langfristige Perspektive hat, auch vieles mit dem Patienten durchlebt. Und das schafft natürlich auch eine gemeinsame Basis. Ich bin ein großer Fan von dem Teamgedanken, gemeinsam die Erkrankung, ja, jetzt kommen wir wieder in die Kriegsrhetorik zu bekämpfen. Das ist natürlich ein Kampf. Die Chemotherapie ist ein Kampf, aber auch die antihormonelle Therapie ist nicht easy. Da muss man schon denken, dass die Worte teilweise nicht so falsch gewählt sind. Nur, was völlig falsch gewählt ist, und das ist, was die Patienten von draußen mitbringen. Brustkrebs ist ja in aller Munde und dann gibt es irgendwelche Promis. Ja, ich habe den Krebs besiegt. Halbes Jahr nach OP hat sie den Krebs besiegt. Da frage ich mal, was hast du denn gewonnen? Und das ist die entscheidende Entwicklung, die wir haben müssen. Der Patient muss ja auch was gewinnen können. Der besiegt ja nicht nur irgendwas, sondern diese Erkrankung ist ja in dem Dasein ein Wendepunkt. Und diesen Wendepunkt zu gestalten, das ist natürlich auch ein bisschen eine ärztliche Aufgabe. Die er nicht allein schafft. Wir haben ja noch andere Leute mit an Bord in dem Zentrum. Ne? Es gibt auch Psychologen. Aber ich denke, das muss man eben mit berücksichtigen. Frau Will, bei Ihnen war das ja jetzt dieser Initialsatz, ich mache Sie wieder gesund, wir schaffen das so nach dem Motto. Wie ist denn das jetzt? War das das auch an Informationen, die Sie überhaupt in diesem Moment, ich sage mal, nur verarbeiten konnten? Mehr wäre da vielleicht ja auch gar nicht mehr gegangen, aber das hat gesessen. Genau, das hat gesessen, das viel, ne? Und entscheidend war einfach, dass ich ja die Hausaufgabe hatte, meine mentale Einstellung, also mal weg von dem Bestatter stellen. Das habe ich auch ganz klar gesagt vor allen. Also ich rufe dann an, weil aus dieser Nummer steige ich jetzt nämlich aus. Und dieses Vertrauen, also wissen Sie, das hat sich ja dann auch aufgebaut. Das, in erster Linie ist das der Deal. Man will ja immer selber aktiv Patient dabei sein, wie das gerade hier auch in den Kommentaren steht. Man ist doch nicht über sich bestimmen lassen, sondern man ist ja dazu fähig, im größten Teil wirklich zu gucken, hey, kann ich dazu beitun? Okay, die mentale Einstellung habe ich gedacht. Ja, dann war ja auch das große Thema, einfach, dass ich gesagt habe, gut, wenn wir jetzt hier, dann nehmen wir einfach beide Brüste ab und dann bin ich schon mal los und dann gucken wir einfach mal weiter. Also ich war da sehr radikal auch für mich und weil ich natürlich nur noch ein Thema hatte, Krebs, vielleicht tot, aber ich will ja leben. Mich als Anästhesie-Schwester, tagtäglich in Berührung, war Krebs gleich tot und das willst du. Also nimmst du diesen radikalen Schritt und da auch ehrlich jemanden vor einem sitzen zu haben, der sagt, so, jetzt mal ganz langsam, nur wer die Ente sieht, also sieht, kann ihn auch besiegen.
besten wäre es, wir lassen den Tumor erstmal da, wo er ist und gucken erstmal, ob die Therapie, die wir jetzt auswählen, auch die richtige ist. Und dann, was erzählt er denn da? Wirklich fernab von dem, was ich eigentlich weiß, aus 20 Jahren klinischer Erfahrung, stand ich da ja auch als Laie und dachte, hey, und damit hat er ja sein Versprechen für mich quasi etwas in die Tat umgesetzt. Der Tumor blieb drin, ne? Und wir haben halt mit jeder Tumorkontrolle geguckt, alle 2 Wochen, wenn Dosis dich therapiert. Verändert er sich. Erste Demo, also Ansage war ja, der kriegt jetzt eine Mütze, hat er einen guten Zentimeter verloren gehabt. Und das war für mich natürlich nach 14 Tagen ein Sprungbrett dessen, in diesen Lebensstil mit ihm mit einzusteigen und zu sagen, okay, kannst du vertrauen. Für mich war klar, googeln ist nicht. Und einfach ein Stück weit gucken, was kann ich dazu beitragen, in diesem Team ein guter Player zu sein. Für mich. Frau Oehlschläger, Sie hatten sich, ja? Ja, wir hatten das eben schon mal und in verschiedenen Kontexten, was uns oft begegnet ist, das Wort Chemo. Das Wort Chemo ist wirklich was, wenn das fällt, sind die Assoziationen Betroffener so extrem, dass da kann ich den Ball nochmal an den Dr. Häuser gleich zurückspielen. Was uns so an Erzählungen entgegenkommt, also was uns berichtet wird, ist, dass man gleich, wie es in anderen Erkrankungen auch nicht so ist, eine sehr, sehr negative Erwartung auch mit der Therapie verbunden wird. Jetzt bin ich erstmal, und jetzt wird, sonst ist es ja so, mal ein ganz simples Beispiel zu stricken. Ich habe Kopfweh und nehme eine Kopfschmerztablette und ich erwarte jetzt davon, dass die Linderung bringt und weg ist der Kopfweh. Also alles gut, vielleicht hilft die auch gar nicht, dann habe ich einen Placebo-Effekt gehabt und so, aber meine Erwartungshaltung war so stark positiv, dass ich das auch beeinflusse. Und das gibt's halt auch andersrum, ne? Also der Nocebo-Effekt, dass ich jetzt auch erstmal einen stark negativen Effekt erwarte, eine Übelkeit, ne, dass mir die Haare ausgehen, ne? Also das, was man ja alles so damit verbindet mit dem ganzen Bereich der Therapien. Allein diese Erwartungshaltung, ne, wo auch der Dr. Häuser seinem Patienten, seiner Patientin gegenübertritt und auch erstmal das Problem aus dem Weg kehren muss, dass man ja dieser Therapie nicht so negativ gegenübersteht. Das ist auch ein Punkt so, der in der Kommunikation. Das würde ich gerne gleich mal an Herrn Dr. Häuser weitergeben, weil das ja tatsächlich Thema ist, Bestrahlung, Chemo. Und da laufen sofort Bilder im Kopf ab, was da alles Schlimmes passieren kann. Können Sie da aufräumen mit? Also grundsätzlich, das Wort Chemotherapie ist angstbesetzt und sollte auch nicht sofort fallen. Ich sage denn erstmal eine Infusionsbehandlung, Medikamente geben, die wirksam sind gegen Zellwachstum und so weiter. Man muss sich da so ein bisschen rantasten, finde ich. Dann kommt die Patientin schon von selbst auf den Gedanken, wie meinen Sie jetzt Chemotherapie? Ja, so kann man das nennen. Und man muss das ein bisschen umschiffen am Anfang. Ja, und wenn man dann das Wort Chemotherapie erklärt, wenn man sagt, worum geht es eigentlich dabei? Was macht das denn? Und wenn man das Grundprinzip, dass man schnell wachsendes Gewebe bekämpft und der Tumor das ja nun darstellt und der Körper selbst damit eigentlich ganz gut klarkommt mit diesen Medikamenten, also nicht den Schaden nimmt wie der Tumor, da weiß man ja schon mal, also ein bisschen, da weist man den Weg auch schon wieder ein bisschen in die positive Richtung. Und was ich dem Patienten wirklich sage, in den allermeisten Fällen stimmt das ja am Anfang, dass die Chemotherapie erstmal eigentlich ganz gut vertragen wird. Okay, beim ersten Mal ist man mit diesen ganzen Sachen konfrontiert, die man ja noch nicht kennt, weil man die Nebenwirkungen, das ist der Nocebo-Effekt, wenn man jetzt darauf rumreitet, dann hat man oft das Pech, dass man sie induziert. Das sollte man nicht tun, aber man soll schon über ein paar Nebenwirkungen sprechen. Nur man kann dem Patienten schon sagen, passen Sie mal auf, wir geben so viele Medikamente gegen diese Nebenwirkungen, dass Sie mir vertrauen können. Sie haben wahrscheinlich eher mit diesen Medikamenten zu tun, als mit der eigentlichen Nebenwirkung der Chemotherapie. Das ist ja häufig so, dass die meisten Beschwerden am Anfang in den ersten Zyklen ja durchaus
durch die Gegenmedikation auch erklärt werden kann. Und das muss man offen angehen und dann sind die auch ein bisschen entspannter. Aus meiner Sicht jedenfalls wird es dann doch ganz gut akzeptiert. Also die Chemotherapie ist der Chemotherapie diesen Schrecken zu nehmen, das ist eine der Hauptaufgaben in diesen Erstgesprächen. Jetzt frage ich Sie auch nochmal, also beide oder alle eigentlich, wie jetzt umgehen. Also Sie haben, Herr Dr. Häuser, das ja jetzt eben gerade wirklich sehr einfühlsam und auch sehr überlegt alles erzählt. Wenn ich jetzt nochmal auch in die Fragen- und Antwortfunktion da reingucke, dann sehe ich eben auch so, das ist eben nicht immer so und das ist so schwierig und also dass es eben wirklich ein Thema ist. Was tut man denn? Ein Teilnehmer, Teilnehmerin hat auch geschrieben, naja, auf jeden Fall, wenn man sich dann nicht so richtig wohlfühlt, auf jeden Fall noch mal eine Zweitmeinung einholen. Ist das noch mal, also Vertrauen ist ja eine ganz große Sache, das habe ich jetzt rausgehört, Frau Wild, glaube ich auch bei Ihnen. Sie haben gesagt, in dieser Teamarbeit hat sich dann auch Vertrauen entwickelt. Was tut man denn, wenn man jetzt einen Arzt hat, der einem die Sachen vor die, oder Ärztin, die einem die Sachen vor die Füße knallt und eben nicht so einfühlsam umgeht und man sich selber extrem unwohl fühlt? Was mache ich dann? Also ich sage das, ich werde das tatsächlich ja auch öfter gefragt, aufgrund meines pinken Projektes, dass viele dann fragen, oh Nadja, also irgendwie so und so sieht es aus, ich fühle mich unwohl, ich kann da nicht mitgehen. Und das muss ich ja auch sagen, es ist ja jetzt hier eine besondere Situation für mich gewesen, von der Krankenschwester zur Krankenschwester. Mhm. Aber ich finde, entscheidend ist, wie wohl fühle ich mich in diesem Team, da wo ich aufgehoben bin. Und wenn das Bauchgefühl oder die Intuition mir sagt, das passt nicht, dann gehe ich los und suche mir eine Zweitmeinung und gucke, wo ich mich gut aufgehoben fühle. Ich glaube, also ich sage für mich selber auch, würde immer so handeln, wenn das für mich nicht passt und stimmig ist. Mhm. Herr Dr. Häuser, würden Sie das auch unterstreichen? Es wird sogar gefordert. Wir sind Orden gehalten im Erstgespräch, also im sogenannten Diagnose-Therapiegespräch, das ist häufig zusammen, die Patienten darauf hinzuweisen, dass sie die Möglichkeit haben, eine Zweitmeinung einzuholen. Das ist natürlich in der Dynamik selten der Fall, dass das dann passiert. Der Hinweis, dass die Medizin heutzutage evidenzbasiert auf Leitlinien fundiert ausgeübt wird, hilft auch schon mal Vertrauen zu schaffen. Es gibt ja nicht den Guru irgendwo, der besonders Bescheid weiß, sondern die Medizin ist eine transparente Geschichte. Und wenn man das dem Patienten auch vielleicht anhand von Beispielen, auch wenn man die Leitlinien mal zeigt, darlegt, dann ist das mit der Zweitmeinung für die dann auch etwas einfacher. Dann ist das auch, man baut ja keine Barriere auf, sondern dann wissen die schon, was sie fragen können. Oder sie sagen, okay, das reicht mir jetzt, die Informationen reichen mir und damit mache ich da auch weiter die Therapie. Aber man kann ihnen schon helfen, anhand dieser Leitlinien sich zu orientieren und das vielleicht woanders auch nochmal nachzufragen. Herr Pape, Sie hatten gerade Zeichen gegeben. Ja, vielleicht einfach mal, wie wir es erlebt haben, weil wir haben ja, hier war ja auch gerade die Frage, wie geht man mit Menschen um, die es eben nicht schaffen. Und wir haben ja nur diese Diagnose dann auch bekommen. Und ich sag mal, das Direkte war für uns das Einfachste. Also wir hätten in dem Gespräch viel drumherum und viel Einfühlsames auch gar nicht verstanden. Es gab eine kurze und deutliche Ansage, Ihre Tochter wird sterben. Und es gab eine deutliche Nachfrage, was wir tun können. Und es gab auch da eine unmissverständliche Antwort des Arztes, nichts. Das war für uns im Nachhinein aber wichtig, weil in den Gesprächen, die danach entstehen, kommt ganz viel von Alternativen, die sich auftun könnten. Und jede dieser Alternative birgt eine Chance, die wir nicht definieren können. Sie könnte da sein, sie könnte eine verpasste Chance sein, sie bringt aber noch etwas mit sich, die Enttäuschung eines Menschen, der es nicht schafft. Das heißt, mit jeder Alternative, die man anfängt, geht man das Risiko ein, dass ein, vielleicht bei uns war es jetzt die Tochter, genauso wie die Eltern viel Hoffnung darin setzen, die dann aber unter Umständen auch jedes Mal sich wieder ja, in Luft auflöst. Und das Schuldgefühl, was daraus entsteht, ist um ein Vielfaches größer. Das Schuldgefühl
was daraus entsteht. Also eine Hoffnung, jetzt, ich frage das nochmal nach, also die Schuldgefühl, eine Hoffnung geweckt zu haben, die dann nicht bestätigt oder sie nicht eingetroffen ist. Das war unser Schuldgefühl. Ja. Das Schuldgefühl meiner Tochter war, es tut mir leid, ich habe es wieder nicht geschafft. Okay. Das heißt, du setzt dir einen Menschen, dem du die Hoffnung gibst, zumindest auch mal in die Situation, es nochmal zu tun, auch wenn man es vielleicht schon gar nicht mehr möchte. Deswegen war die deutliche Ansage, wir haben zwei Ansagen bekommen, die beide sehr hilfreich waren. Die eine war eben sehr deutlich, das wirkte für uns sehr kühl, das sage ich ganz ehrlich. Und wir haben eine zweite bekommen und die fand ich ausgesprochen positiv, dass der Arzt gesagt hat, Sie müssen mir jetzt einfach mal vertrauen. Und ich glaube, das war der Satz, den wir da aber auch wirklich gebraucht haben in dem Moment. Weil natürlich guckst du dann und sagst, ist es der richtige Arzt? Weiß der, wovon der spricht? Gibt es vielleicht andere? Sind wir im richtigen Krankenhaus? Aber der Satz des Arztes, Sie müssen mir da jetzt einfach mal vertrauen, in dieser unsicheren Situation, in der du dich befindest, der im Grunde genommen uns deutlich gesagt hat, ich werde das jetzt hier mit Verantwortung auch betrachten und tun, der war für uns wirklich wichtig. Frau Will? Waren Sie fertig, Herr Pape? Ja, ich bin fertig. Gut. Frau Will? Ja, ich wollte Frank da nur unterstützen, diesem Vertrauen suchen, auch so einen Moment das abgeben und zu sagen, okay, hier bin ich jetzt richtig und hier wird sich gesorgt oder gekümmert, hier bin ich ein Stück weit halt aufgefangen damit. Das ist echt auch als Patientin, als Begleitung, als die mitgehen, unglaublich wichtig. Eigentlich das Allerwichtigste, dass man sich da wohlfühlt und verstanden fühlt. Mit dem der Situation. Ganz kurze Frage noch zu dem Thema, Herr Dr. Häuser, weil das auch im Chat gerade nochmal gefragt worden ist. Das haben wir jetzt gerade besprochen. Was ist, wenn die Diagnose unheilbar lautet? Jetzt haben wir das gerade eben von Herrn Pape auch nochmal gehört gehabt. Also da war jetzt definitiv klare Worte in der Richtung, aber auch Vertrauen. Also diese Kombination. Wie schätzen Sie das ein? Als Therapeut muss man ja authentisch sein. Also wenn die Erkrankung nicht heilbar ist und das ist jetzt wenn Sie jetzt einen Patienten in einer metastasierten Situation sehen, nun ist die Erkrankung, mit denen ich mich beschäftige, sind häufig langwierig, auch im metastasierten Verlauf, sodass man da eine ganze Menge noch tun kann. Da ist immer die Frage, wie man sich der Sache nähert. Also wenn ich jetzt jemanden mit Bauchspeicheldrüsenkrebs oder fortgeschrittenen Magenkrebs im Gespräch hätte, okay, ist nicht mein Fachgebiet, aber man kennt das ja aus der Onkologie, hat man eine andere Situation, als wenn man jetzt eine Brustkrebserkrankung hat mit Knochenabsiedlungen und positiven Rezeptoren. Da weiß man, dass das noch über Jahre begleiten kann. Da wird das Wort heilbar wird da ja danach relativiert oder das Wort nicht heilbar. Und das haben Sie auch am Anfang ja schon gesagt, die Herzinsuffizienz ist nicht heilbar, der Diabetes nicht heilbar, die COPD, Asthma, alles nicht heilbar. Das sind alles Dinge, die wir als Ärzte begleiten und wir werden auch die Patienten daran verlieren. Aber wir reden natürlich nur beim Krebs immer von den Enden, vom Ende aller Dinge. Vielleicht ist das gut, wenn man dem Patienten sagt, ja, ich kann Sie von dieser Erkrankung nicht mehr befreien, ich kann nicht mehr befreien, aber wir können den Weg miteinander gehen und wir können Ihnen eine ganze Menge Gutes tun. Gehen wir nochmal einen Schritt weiter. Jetzt waren wir bei diesem Arzt-Patient-Gespräch gewesen, Frau Will. Jetzt aber auch nochmal, Sie hatten es eben schon mal ein bisschen angedeutet gehabt, Umfeld insgesamt ist wichtig. Also einmal habe ich verstanden, auch das Behandlungsteam, wo Sie da aktiv sind, beziehungsweise wo man da zusammenarbeitet, da soll man sich wohlfühlen. Welchen Einfluss haben denn Freunde, Verwandte, Bekannte, Familie bei Ihnen so gehabt? Wir mussten ja auch erstmal damit klarkommen. Genau, großen Einfluss sozusagen. Die gehen natürlich mit, beziehungsweise gab es auch die Situation, dass manche Menschen nicht mitgegangen sind und quasi in das Leid nicht gucken mochten. Also auch die Erfahrung habe ich gemacht.
auf einmal Freundschaften, von denen ich nicht wusste, wie wertvoll sie sind zu diesem Zeitpunkt. Es gab aber auch Freundschaften, die für mich eigentlich jahrelang existent und wertvoll waren, aber in dem Moment einfach ausgestiegen sind. Und ich für mich bin da echt lieb auch mit denen umgegangen, weil ich einfach denke, gut, das ist ja und ist ja nicht meine Baustelle. Das Einzige, was ich machen kann, sagen, ist herzlich willkommen, aber ich auch mit dieser Schuldfrage, ja, jetzt bin ich das. Und es gab viele Abende, wo ich hier saß und dachte, warum bin ich denn jetzt die, die hier sitzt? Das auch mal so auszudrücken. Aber nicht immer, also ich habe nicht erwartet, dass jemand quasi mit mir geht, weil ich glaube, vielen macht es einfach unglaublich Angst, dahin zu schauen, anzufassen, in Anführungsstrichen. Also auch, es hört sich richtig schlimm an, obwohl 2021 ist. Aber manchmal hatte ich echt das Gefühl, die Leute denken, ich bin ansteckend. Und ich hatte halt keine ID mehr, ja. Und das hat mich eigentlich am allermeisten gestört. Und die Menschen, die mitgegangen sind, die haben das auf so eine herzliche Art und Weise gemacht. Also ich habe einen Boost an Karten bekommen. Freunde haben sich mit mir quasi die Haare abrasiert, 3 Stück auf einmal und die schönsten Kuchen gebacken bekommen, weil man wusste auch, was sie denn steht, sozusagen immer Blümchen dabei. Und dieses ganze Netz um einen herum ist unglaublich wert. Und denen auch einen Platz anzubieten. Ne? Also das möchte ich auch sagen, als Betroffene zu sagen, ihr dürft kommen. Das ist schon auch wichtig für den Gegenüber. Ne? Ja, Frau Oeschläger? Das ist eine Erfahrung, die wir auch als Krebsgesellschaft NRW machen und auch in unseren Beratungsangeboten das Thema Einsamkeit. Ne? Das ist halt auch bei älteren Betroffenen so. Und wenn da kein Umfeld mehr da ist, keine Familie oder so, dann ist es natürlich bei so einer Erkrankung wirklich dramatisch. Ne? Dann ist dieses Alleine-Sein auch das vorherrschende Gefühl. Ne? Und dann ist man irgendwann auch nicht mehr in diesem Betrieb, dass man begleitet wird, therapeutisch, also akut therapeutisch. Und was unser Bereich dann da ist, dass wir versuchen, diese Lücke zu schließen, auch wenn man nicht mehr in der Akuttherapie ist und trotzdem noch sich Rat suchen kann in verschiedenen Krankheitsphasen. Das ist zum Beispiel die ambulante Krebsberatung, ne, wo man dann immer hingehen kann und die für uns immer noch nicht so bekannt ist, wie sie sein müsste, weil da wirklich immer ein offenes Ohr für alle möglichen Dinge dann da ist. Egal, ob es ein kleines Problem ist, ein großes Problem, ein Alltags, eine Sache, wo man sich mal austauschen möchte, was man auch vielleicht, wenn Angehörige da sind, mit der Familie gar nicht besprechen möchte oder wo man sich mal einen Rat holen kann. Das ist noch dieses andere. Auch mit Fremden sprechen über sowas. Manchmal fällt das ja sogar viel leichter als mit Angehörigen. Das ist eine kurze Frage, kurze Antwort bitte, Frau Oeschläger, andersrum kann es ja auch funktionieren. Also wie ist es mit Angehörigen, Familie, Freunde der Betroffenen, die vielleicht eben auch unsicher sind, nicht wissen, wie sie sich verhalten sollen. Vielleicht wird ja auch von dem Patienten, von der Patientin auch geblockt, die Hilfsunterstützungsbedarf haben. Geht das auch in diese Richtung? Genau, also das ist auf zweierlei Wegen, also in diesen Beratungsschwellen, also ambulante Krebsberatung sind für Angehörige, für Freunde, für Kollegen, also jeder ist herzlich willkommen, das bezieht sich wirklich nicht nur auf Erkrankte an sich. Eigentlich ist es umso besser, wenn sich das Umfeld traut, da mal hinzugehen. Und man bekommt wertvolle Tipps. Man muss sich dafür auch nicht schämen, dass man unsicher ist. Also wer ist das nicht? Also es ist doch zutiefst menschlich. Und ich finde, es ist ein wunderbarer Schritt, wenn man das macht und sich traut, sich dann auch Hilfe zu suchen, wenn man nicht, oder einen Rat einfach. Ne? Das ist also dann auch da möglich. Eine Frage wird hier an Herrn Pape gestellt. Kommunikation mit Freunden und Verwandten, das Schweigen vermeiden, Fragezeichen. Ja, das ist ja eine Situation, die wir hier eigentlich mit jedem Gast haben. Wenn wir hier einen Gast aufnehmen, dann ist eigentlich so, dann kommt diese Situation, das erste Mal sich damit auseinanderzusetzen, dass man unter Umständen schwer krank ist und vielleicht nicht genesen kann oder zumindest noch doch eine gewisse Zeit damit beschäftigt ist. Und
Es ist in der Tat so, wenn Angehörige wissen, dass jemand gut aufgehoben ist, dann neigen sie dazu, sich weniger selber kümmern zu müssen. Auf gut Deutsch, dann kommen sie auch nicht mehr so häufig. Was wir festgestellt haben, ist, dass das Einladen aber immer funktioniert. Also wenn wir sagen, wir laden jetzt mal am Sonntag die Familie zum Kaffee ein, dann kommen sie noch. Das kann sein, dass das mit der Zeit etwas weniger wird. Und da habe ich auch ein ganz kleines bisschen Verständnis für, denn je weiter man weg ist, je leichter ist das zu ertragen. Auf der anderen Seite sage ich auch ganz ehrlich, man kann das auch ertragen. Also man muss das auch ertragen. Wenn jemand geht oder auch nicht geht, sondern vielleicht nämlich wieder dieses kämpferisch-martialische Wort kämpft, dann muss man als Freund, als Freundin, als Angehörige das auch mal ertragen können. Man wird daran nicht zerbrechen, aber es wird einen definitiv beschäftigen. Und das sagen wir auch. Also das ist genau das, was wir dann eben auch sagen. Sprich die Menschen, die dir wichtig sind, an und sag ihnen, dass es dir wichtig ist, dass sie jetzt da sind und dass es dir auch wichtig ist, da gemeinsam durchzugehen, weil du eben nicht schauspielen möchtest, sondern weil du du bist. Und weil du weißt, dass das unter Umständen sie auch beschäftigen wird, aber es wird eben schön sein, wenn sie dich dabei begleiten. Und was wir festgestellt haben, ist diese Ansprache, diese wertschätzende Ansprache, mir geht es jetzt nicht gut, aber ich brauche dich jetzt an meiner Seite, immer funktioniert hat. Das sind ja jetzt schon dann so Sachen, wo der Betroffene, die Betroffene dann, sage ich mal, jetzt ist sie ja schon sowieso schon in dieser schwierigen Situation, hat den Kopf mit ganz vielen Sachen voll. Und dann soll da aber praktisch trotzdem die Hand gereicht werden, so habe ich das verstanden. Ja, tatsächlich ist das so. Also das ist, wenn jemand anders nicht kommt, dann kannst du akzeptieren, dass er nicht mehr kommt. Oder du bittest ihn darum, jetzt an deiner Seite zu stehen. Und was wir vermeiden wollen, ist, dass jemand nicht kommt, weil er Angst hat. Angst vor Wortlosigkeit, das ist auch etwas, was sage ich denn jemandem, der schwer krank ist? Was sage ich jemandem, der vielleicht nicht mehr kommt? Meine Tochter hat mal gesagt, ich kann keine Obstkörbe mehr sehen. Ja, jeder bringt dir einen Obstkorb ins Krankenhaus mit und sie sagt, ich kann sie nicht mehr sehen, weil es ist völlig egal, wie viel Obst ich esse, ich werde trotzdem sterben. Aber die Leute, die das Obst mitbringen, die hegen ja eine Hoffnung. Ne? Also, ich habe immer die Menschen verstanden. Nadja, sofort, lass mich noch einen Satz sagen. Nee, alles gut. Ich habe die verstanden, die etwas mitbringen wollten als Freude. Aber sie hat gesagt, bring mir mal ein Bilderbuch mit. Also bring mir mal das mit, was ich gerne noch sehen würde, was ich nicht mehr sehen kann. Also sie hat wirklich alles getan, um den Menschen es so leicht wie möglich zu machen, möglichst lange an ihrer Seite zu stehen. Und vielleicht ist das auch ein kleines bisschen die Aufgabe von Betroffenen, Angst zu nehmen. Ich weiß, dass das viel erwartet ist, aber einsam zu sein ist noch viel schwieriger. Frau Will? Ja, Frank, du sprichst mir aus dem Herzen, weil ich finde, genau das ist nämlich das wirklich große Problem, das Aushalten. Und manchmal, als die Betroffene, sich als noch Animateur in Anführungsstrichen zu fühlen, wie kann ich es so angenehm machen für die, die mit mir gehen? Ich bin ja auch so ein bisschen, habe das Herz auf der Zunge und spreche dann so und denke mir, warum, was war das Problem, weil sie es nicht aushalten können. Ne? Nicht permanent, aber es ist manchmal echt, da kann ich das nur unterstreichen, was du gerade erzählt hast von deiner Tochter und genauso fühlt sich das dann an. Ne? Das Problem liegt dann häufig da, dass manche es nicht aushalten können für sich. Nee, ich glaube, dass sie glauben, dass sie es nicht aushalten. Okay, gut. Ja, da hast du, stimmt. Sehr gut formuliert, ja. Ja, also ich habe das immer als eine wirkliche Bereicherung empfunden, bei jemandem, dem es nicht gut geht, die Hand halten zu dürfen, so nah da sein zu dürfen. Und ich habe noch nie, natürlich kostet das Tränen. Darf es auch, oder? Das meine ich damit. Darf nicht. Genau. Beschäftigen und es wäre furchtbar, was wären wir für Menschen, wenn das nicht so wäre. Ja. Und das meine ich damit, wenn man das jemand anders sagt, wenn man das Freund oder Freundin sagt, zu sagen, du darfst jetzt auch mal weinen und du darfst ich ja auch und wir können es auch gemeinsam tun, dann kriegt das Ganze eine gewisse Leichtigkeit, wo man auch mal wieder lachen kann und wo man auch mal wieder, weiß ich nicht, ich meine, das ist hier so, weißt du, wir backen um 4 Uhr morgens Pizza oder die Musik ist auch mal laut oder sowas, aber diese Leichtigkeit kommt, weil alle ehrlich damit umgehen. Und ich kann, genau, ich habe zu allen gesagt, ihr habt
ganz lange viel mit mir gelacht. Wir haben zusammen gefeiert und jetzt dürft ihr mit mir weinen, weil das Thema einfach so schwer ist. Und das da mitzugehen, das können nicht viele. Also, ne, wir haben hier Schlagsahnenspiele gemacht und weiß der Kuckuck was, damit Leichtigkeit reinkam. Aber da einzuladen und das wirklich, es ist nicht schlimm, wenn man gemeinsam weint. Es ist dann halt auch einfach so. Genau, das ist dann halt so. Also, Frau Will, Sie haben auch einen ganz besonderen Weg gewählt, um ja Ihrer Geschichte Ausdruck zu verleihen. Sie haben ja gerade eben schon gesagt, Ihr Herz liegt Ihnen auf der Zunge und Sie reden auch. Und das habe ich jetzt auch so mit rausgenommen. Sie haben alle gesagt, um Gottes Willen, bitte redet, spricht an, sagt, was er fühlt. Auch wenn es ist, ich weiß nicht, was ich fühle oder ich weiß nicht, was ich sagen soll, offen und ehrlich mit der Sache umzugehen, das so als Grundstock. Und Sie haben das gemacht, Frau Will, und zwar ganz öffentlich, und zwar in Form eines Poetry Slams. Wir würden uns den jetzt gerne an dieser Stelle angucken wollen und mal schauen, wie Sie das auf die Bühne gebracht haben. Und danach unterhalten wir uns hier natürlich sofort wieder weiter. Bitte schauen wir doch mal rein in den Poetry Slam von Frau Will. Bitte schön. Wir begrüßen aus einer Stadt, über die der schlechteste Witz der Welt gemacht wird, aus Bielefeld, begrüßen wir jetzt mit einem großen Applaus, bitte schön, Nadja Will! Hallo, mein Name ist Nadja Will, ich bin Krankenschwester, Anästhesieschwester und bin tatsächlich auch zu einer Krankenschwester geworden. Ich trage euch jetzt meine Geschichte vor. Sie ist nicht perfekt, aber echt, vielleicht auch nicht einzig und auch nicht artig. Inmitten des Alltags kam dieser Besuch ohne Anstand und auch ohne Buch. Keine Save-the-Date-Karte, nach der ich suche, keine Anleitung und kein zweiter Versuch. Auf einmal war er da, dieser ungebetene Gast, und so fast war ich am Boden, es ist nicht gelogen, da kam er mit solch einer Last. Ich konnte sie kaum tragen, inmitten aus dem Nichts kam Mr. Cancer in mein Angesicht. Scheiße, was für eine Angst, diese Ohnmacht, die du spürst und dich dabei verlierst. Wohin geht der Weg, was ist nur los? Du willst doch leben, sag es bloß. Die Frage war, mit Bedacht habe ich wohl an den Bestatter gedacht. Der Chef versprach mir, ich mache sie gesund, aber nur mit der mentalen Einstellung im Hintergrund. Seine ganze Crew organisierte im Nu, die Diagnostik und Therapie lief an, nanu. Verwirrt durchs Haus lief ich, Trepp ab, Trepp auf, wohin mit mir? Ich will bleiben im Jetzt und Hier. Saal 4, die Räumlichkeiten waren alle mir. Jede Ecke war mir bekannt und jede Hand, die zu mir stand. Meine Freunde an meiner Seite und die Kollegen noch hinzu, von vielen gab es ein Küsschen und so viel mehr dazu. Auf dem OP-Tisch nun gelegen, bekam ich einen neuen Freund gegeben. Wir tauften ihn, Nepomuk Pumuckel, und waren zutiefst dankbar für diesen so hilfreichen Schnuckel. Fest implantiert, half er mir so ganz ungeniert. Treu zu meinen Diensten und allzeit bereit, hat er mich mitbefreit. Von Chemo zu Chemo half er mir, er ist so ganz, ganz treu in mir. Er brachte die Chemo an Ort und Stelle und half mir in meinem schlimmsten Gefälle. Ich verlor an körperlicher Kraft, denn die Chemo, sie hatte solche Macht. Die Haare fielen mir aus, ich, ach so süße Maus, war noch nie so nackig in diesem Haus. Auf einmal stand ich da und war so ganz, ganz ohne Haar, oben ohne, oh wie wunderbar. Ich sah mich an und erkannte mich leise und entdeckte eine weitere Reise. Ich machte Bilder, alleine mit meinem Mann, der jederzeit, egal wann, auch zu mir stand. Die Schönheit, so nackig und so schwach, war es ein Kapitel, es machte mich wach. Ich will nicht retuschieren, was geschah, ich will euch zeigen, wie es wirklich war. Ohne Scham im Leben bleiben, hätte ich einen Wunsch frei, würde ich mich ganz sicher anders entscheiden. Doch auch hier muss ich euch sagen, ist es tiefste Dankbarkeit und kein Verzagen. Getragen von so vielen Menschen, Händen und Medikamenten, was soll ich sagen? Ich habe gekämpft und kann es wagen, euch zu sagen, Stärke, Mut und Zuversicht, genau aus meinem Angesicht.
So folgt nach den 16 Chemotherapien, so gut versorgt vom Onkologen und Kollegen, ein langer Weg ins andere Leben. Ich selbst im OP, diesmal Saal 3, standen meine liebsten Mädels nebenbei. Wir lachten und weinten, bis ich schlief und alle versorgten mich so ganz lieb. Mit pinken Einhörnern schlief ich ein, während der Chef es machte so fein. Mein Busen, auf einmal jünger als ich, brachte das Ergebnis, endlich frei. Was für ein Glück, endlich bin ich wieder zurück. Bunte Luftballons warteten auf mich, was ich erzählte, weiß ich wohl nicht. Mir wurde aber gesagt, dass ich dennoch so freundlich war, ein liebes Geständnis an alle war da. Nun war auch dieser Schritt gegangen, kann ich nur sagen mit großem Verlangen. Wie lieb von euch an meiner Seite. Ohne euch wäre ich ganz sicher emotional pleite. An Stütze und Hilfe seid wohl ihr das Größte. Und auch da waren wieder ein paar Haar. Mit Kurzhaar-Beauty, so ganz rar, machte ich mich nun zurecht, ich Püppi, in meinem wohl schönsten Wohlfühlschlüppi. Und eins wusste ich ganz sicher, auch the rest of my life, nie mehr ohne Kichern. Mein Tumor war Humor gesteuert und dazu elegant ziemlich verteuert. So kam ich langsam auch zu Kräften, stand der nächste Schritt schon vorne an. Positive Energie gab es sozusagen mit viel Fun. Denn ich brauche sie mein Leben lang, die Energie, eine brusterhaltende Therapie. Bestrahlung war das Zauberwort und ich dachte, davon blicke ich fort. Der erste Gang ins unterste Geschoss war ein Folgegang, fast wie der erste Liebesfang. So viele Striche auf meiner Haut, sie waren mir doch gar nicht vertraut. Was geschah? Ich ahnte nichts, aber ich fühlte, es brannte nichts. Eingeschleust, als wollte ich zum Mond, lag ich täglich wie gewohnt. Nette Menschen um mich herum, sie alle waren niemals dumm. Ein Moment des Glücks brachte mir jeden Tag so ein Stück zurück. Von dem, wo wollte ich so gern hin? Ins Leben, mittendrin. Diese 28 Therapien vergingen. Es war so ein Vorring oder ein Einschwingen, dieses vollkommen andere Lebensding. I'm a radioactive girl mit schicken Busen, wollte dann auch mal wieder schmusen. Ohne Seidenblusen bin auch ich da ganz hübsch und wunderbar durchgedrosen. Die Wochen vergingen. Und ich war bereit für nun eine sehr viel schönere Zeit. Die AHW wohl das Schönste, was dann doch kam. Ich hatte Schiss, dem Krebs schon wieder so nah. Alle krank und ich dabei, verstand ich irgendwie keinerlei. Ohne Koffer stand ich nun da und war angekommen im Allgäutal. Die lustigste Zeit dieser Geschichte danke ich denen, die mit mir gedichtet. Bei so viel Abenden mit so viel Wein saßen wir so selten ganz allein. In einer Krebsklinik mit so viel Spaß. Und das so herzlichst ohne Maß. Denn eins war mir von Anfang an klar, nichts mehr würde so, wie es mal war. Das Leben leben mit viel Brause im Kopf, hatte ich nur noch pinke Energie, aber diesmal ohne Tropf. Mein Chemo-Brain begleitet mich und es ist witzig, so ganz irrtümlich. Meine To-Do-Liste vorab geschrieben, in der stand, lebe jede Sekunde auch mal ohne Verstand. So war die Angst verwandelt im Mut und ich tat endlich das, was tat mir so gut. So saß ich, ziemlich nackt, ganz ohne Fakt, schloss ich den Pakt, so wie wir waren, es zu wahren, uns nachts ins Freibad zu lagen. So viele Momente inmitten des Lebens war definitiv diese Zeit nicht vergebens. Ich habe so vieles gelernt, aber nicht durchs Lesen, sondern dass ich des Wesens bin so stark geworden, ohne zu verlieren, dass ich kann sagen, ich stehe hier. So will ich fortan mich wagen, mich einzusetzen für jene, die sie haben, diesen Weg zu gehen. Seid sicher, ihr könnt ihm bestehen. Mit all meiner Güte will ich reden und geben für alle einen pinken Segen. Nur gemeinsam können wir es schaffen, diesen Mr. Cancer, fuck you, an Arsch zu packen. Lasst uns sprechen und nicht schweigen, diesen Gigolo endlich zu vertreiben. Er nistet sich ein in jeder achten Brust und verbreitet so unglaublich viel Frust. Er gehört, voll versenkt, denn er ist wohl das beschissenste Geschenk. Als ungebetener Gast kann ich ihm nun sagen, du hast mich wohl nicht vertragen. Eine Lady mit viel Stil, die, so wie sie heißt, einfach leben will. Und somit das Beste zum Schluss. Meine Kinder, die werde ich sehen, bis ich bin alt und kann nicht mehr gehen. Bis mir die Prothese verrutscht und ich noch nicht mal merke, dass ich bin verhuscht. In tiefster Dankbarkeit für diesen Besuch. Das alle haben ihn mit mir verflucht. Ihr alle habt mich getragen, dass ich konnte kämpfen, ohne zu versagen. Die Wege entstehen, indem wir sie gehen. It's a miracle journey, ihr werdet sehen.
Voller Frieden will ich nun noch was sagen, dass alle wagen, sich zu schützen und sich fragen, muss ich noch mal sagen, geht zur Vorsorge immerhin, aber gebt nie eure eigene Achtung hin. So ist meine Geschichte nun zu Ende und leitet ein neues Genre. Und lasst uns leben, jeden Moment, und fröhlich sein, dass wir uns kennen. Think Pink, mein Lieblingsmotto, verspricht dennoch kein Lotto, aber es hilft dir, wenn du glaubst am Wunder, dreht die Welt sich auch für dich immer runter. So sagt es laut, du lebst, denn ich habe keinen Bock auf Krebs. Dankeschön. Wow, wie ist das für Sie, wenn Sie das jetzt auch nochmal so sehen? Ja, natürlich auch emotional. Ich kann das total gut nachvollziehen, wie nervös ich da war. Dieser Slam erfasst einfach alles komplett zusammen mit allen Berg- und Talfahrten. Und wenn ich das so sehe, denke ich, Nadja. Genau so ist es, ja. Jetzt haben Sie ja, also der Schritt ist ja, kann ich mir vorstellen, nicht einfach, das dann so auf der Bühne nochmal vorzulesen. Sie wollen es aber trotzdem machen. Also Sie haben ja das Motto, ich sag es laut, und wählen ja ganz bewusst eben diesen Weg in die Öffentlichkeit. Was ist Ihnen da am wichtigsten? Also, dass es authentisch ist und sozusagen ehrlich zu dem, wie man sich fühlt. Ne? Also, wie man merkt, ich war da ja auch sehr aufgeregt und wer ist es nicht? Man hat ein Zittern in der Stimme. Und wenn man halt über sich erzählt oder gerade jetzt mit diesem Slam-Format, es ist eine Art der Kommunikation auf jeden Fall, aber es bringt halt Emotionen unendlich viel mit. Und genau das ist es auch, was ja Frank auch vorhin ganz klar sagte, das genau ist es halt auch. Krebs ist weder schön, noch muss es immer mutig und stark sein und es gibt da keinen Standard eigentlich und man einfach auch offen und ehrlich, ich habe auch gedacht, dann einfach so anfangen zu weinen, aber es ist genau das, was man dann fühlt und warum darf es nicht so sein und vielleicht ist es einfach andersrum gesehen für mich, wie schön wäre es gewesen, wäre jemand offen und ehrlich auch diesbezüglich mal mit mir umgegangen und mal weg von diesem, ja, du musst jetzt aber stark sein und da musst du jetzt aber durch und was wir nicht alles müssen. Eigentlich muss ich gar nichts. Und das einfach, wo ich für mich sage, ändert ja genau dafür stehst du, man darf einfach mal so fühlen und man darf auch dazu stehen und man darf es auch so zeigen. Das ist mir einfach wichtig. Herr Dr. Häuser, ich frage Sie jetzt nochmal, weil Sie eben Nadja auch sehr, sehr gut kennen und eben auch ja jetzt auch zu Kollegen waren oder sind. Wie haben Sie das? Ich weiß nicht, ob Sie das schon kannten. Das ist ja mal eine ganz andere Perspektive, auch mal diese Nebenwirkung zu beschreiben, aber eben auch dieser Gang zur Bestrahlung runter in den Keller. Wie haben Sie das so empfunden? Also die Begleitung bei der Erkrankung, die war ja offen kommuniziert. Ich habe da mitbekommen, wie sie sich da auch entwickelt hat. Und die Situation wurde tatsächlich, die Bestrahlung habe ich nicht so richtig mitbekommen. Da muss ich sagen, da habe ich nur vorher nachher geguckt, dass die nichts kaputt machen. Aber das war eine ein bisschen aufwendige Operation und das lässt man sich ja ungern kaputt machen, sozusagen. Was dann hinterher dann an der Energie aus der Nadja ausgebrochen ist, das kannte ich nicht. Das kannten wir so nicht. Wir kennen ja oft die Patienten, die leiden. Das kennen wir, das Wort Patient sagt das ja schon. Die müssen viel aushalten und die müssen viel Arzt aushalten. Die müssen
uns auch mal in schwachen Momenten verzeihen, dass wir irgendwas fürs Phrasenschwein von uns abgeben. Ne? Gibt es ja dann auch so, nach, da musst du jetzt stark sein. Das ist ja, irgendwann rutscht dir das schon mal bei jemandem raus und macht vielleicht auch was kaputt. Aber was interessant ist jetzt, ich meine, gerade diese Entwicklung dann mit diesem Slam und was sich aus dieser pinken Bewegung heraus entwickelt hat, es finden sich ja dann die richtigen Leute, die dann auch ähnlich extravertiert an die Sache rangehen, die die Sachen offensiv gestalten. Und das bringt in die anderen, die sonst eher trüb in der Ecke hocken, ganz viel Bewegung. Und das nicht nur in der Adjuvanten-Situation, das muss man ganz klar sagen. Es geht ja nicht nur darum, dass man jetzt Happy New Life und sagt, okay, wir sind jetzt, wir haben es geschafft, wir gucken nach vorne. Es gibt auch genau die gleiche Dynamik bei Frauen, das bin ich ja Zeuge davon durch die Chats, die eben metastasiert sind und die dennoch den Kopf nicht hängen lassen. Und das ist das Wichtige an solchen Aktionen und der Selbsthilfe, aber auch an der neu orientierten Selbsthilfe, dass man sich eben nicht zusammensetzt im Kreis und dann guckt, naja, wie geht es uns denn heute so, sondern dass man wirklich eine aktive Rolle nach außen wahrnimmt und die Ärzte mitnimmt. Wir haben unglaublich viel gelernt als Ärzte, die wir dabei sind. Und das hilft ja wieder den nächsten Patienten. Das ist genau immer dieser Moment. Es geht immer um die Lebensqualität in diesem Abschnitt. Also weißt du oder ihr, alle haben wir Angst vom Sterben und vom Tod. Und ich habe das für mich auch so runtergebrochen. Was ist jetzt hier eigentlich dein größtes Problem, Nadja? Das größte Problem an der ganzen Nummer Krebs ist, dass ich wohlwissend weiß, dass sie mich töten. Also dass mich der Krebs töten kann und dessen Folgen. Und damit habe ich einfach angefangen, das einfach auch mal anzunehmen. Ja, gut, dann wäre es so. Was machst du bis Tag X? Leben. Punkt. Und das vielleicht auch mal so zu definieren, die Diagnose, die hat einen Platz, aber nicht den ganzen Raum. Und das ist, glaube ich, das, was irgendwie so aus mir gebrochen ist. Wobei ich schon immer bestimmt sehr kreativ war und gerne Gedichte geschrieben habe und so. Und vielleicht einfach das auch neu entdeckt zu haben und gedacht habe, okay, ich weiß nie, wie viel, das wissen wir alle nicht, wie viel Zeit wir hier haben auf Erden. Für mich war aber klar, die Zeit, die ich hier bin, die nehme ich so mit, dass es für mich Lebensqualität bringt. War das jetzt so, dass das kam, glaube ich, so ein bisschen raus, diese Entwicklung zu diesem Gedichteschreiben, diesem Poetry Slam, kam die auf der Kur oder wann hat sich das entwickelt? Nee, das hatte ich eigentlich schon immer so ein bisschen in meinem Blut oder in meinem Gen, also immer so flapsig auch manchmal hier und da oder zu Hochzeiten sollte ich immer Gedichte schreiben oder Reden halten und kann einfach vieles so ja kreativ da miteinander setzen und also ich sag mal so, für den Slam, den ich da runtergebrochen habe, da habe ich eine Stunde dran gesessen. Muss auch sagen, der hat mich, da hat es mich auch ein bisschen befeuert von rundum. Und dann gibt es halt Situationen, da kann ich echt besonders gut schreiben, wenn Emotionen oder ja so dabei sind. Und das war immer schon da, aber ich habe das für mich nochmal neu entdeckt und habe gedacht, oh, das hast du lange nicht gemacht, ne? Und da habe ich halt diesen Aufruf von der Krebsgesellschaft NRW und dann dachte ich, hä? Und dann fing also eure Werbekampagne so wahrgenommen und denke so, hä? Was erzählt er da? Und habe es wirklich gesehen und habe gedacht, ja, dann machst du jetzt mal mit. Und völlig blau hinaus oder geschrieben, eine Stunde später dachte ich, ja, das ist deine Geschichte, so sieht das aus. Und ja, das besonders, aber es war immer da, das Talent und auch so zu kommunizieren. Ja. Frau Oeschläger, dann haben Sie, wahrscheinlich war das dann der Moment, wo Sie in Kontakt mit Frau Will gekommen sind, aber Sie haben ja diese Poetry Slam Geschichte durchaus auf der, ja, als Kampagnenbestandteil gehabt. Warum jetzt Poetry Slam? Ist natürlich ein interessantes Format und eigentlich ist es auch, wenn man jetzt die, gehen wir mal vom Krankheitsbild weg in die normale Unterhaltung,
kommt ja öfters vor und ist ja mittlerweile schon sehr etabliert, auch als Unterhaltungsformat. Und dann haben wir wirklich überlegt, kann das für so ein Thema funktionieren? Weil für uns als Krebsgesellschaft ist das wirklich eine Innovation gewesen, dieses Feld dann mal zu betreten. Und bringt den Vorteil, dass man auch Leute dafür interessiert, die Berührungsängste haben, die natürlich aus anderen Gründen kommen, was ja genau unser Ziel war, auch mal die zu erwischen, die wirklich schwieriger zu erreichen sind für solche Themen, um dann einfach über den Tellerrand zu blicken. Und wenn man dann natürlich solche Protagonistinnen und Protagonisten hat, die dann auf der Bühne so viel Kraft verströmen, egal in welcher Perspektive. Wir haben gelacht, geweint, geschluchzt, es war irgendwie alles dabei, also von das, da merkt man, wie der Mensch gestrickt ist und dass es, dass wir alle sozial sind und dass wir das eigentlich brauchen irgendwie und dass wir uns dann auch in dieser Art und Weise unterstützen können und dadurch habe ich die Nadja kennengelernt und ja, klingt gefährlich, aber für mich ist der Lebensweg, den Nadja erleben musste, dass ich sie treffen durch, ich habe sie nur dadurch getroffen. Unsere Leben wären uns sonst vielleicht gar nicht begegnet. Also ist das der Glücksmoment, den ich daran erkennen kann. Ja, also so viel ist das auch. Da, es gibt ja viel, vielleicht kann das der Herr Pape auch bestätigen, dass ja auch in den Krankheiten oft Dinge entdeckt werden, die dann wieder ganz andere Dinge zutage bringen, dass man Dinge erkennt im Leben, die wirklich wichtig sind oder was auch Glücksmomente sind. Dass nicht alles so schlecht und schlimm ist und dass man wirklich auch eine Seite erkennen kann, das hat mir irgendwas gebracht. Und das ist das eben, was auch diese andere Seite daran zu erkennen. Ist dann auch wichtig. Herr Pape, sehen Sie das so als vielleicht kleiner Schubser in diese Richtung? Wir kriegen jetzt hier ja gerade auch über die F&A-Funktion ganz viel super und boah und was für positive Energie. Also hier wird ja ganz groß geschrieben, super. Herr Pape, ist das so, dass dieser Weg dann eben auch sowas freisetzen kann und ein anderes Bewusstsein schafft? Ja, ist also, ich finde, eine wirklich sehr schwierige Frage an jemanden, der seine Tochter verloren hat. Dem kann ich jetzt nichts Gutes abgewinnen, dass meine Tochter nicht mehr da ist. Aber wenn man die Sicht verändert, wenn man hingeht und sagt, dass man vielleicht etwas besessen hat, etwas ganz Wunderbares besessen hat, 15 Jahre mit einem Menschen verbringen konnte, die man vielleicht, wenn es den Menschen nicht gegeben hätte, gar nicht gehabt hätte, dann wäre der Verlust sehr viel größer. Also ich glaube, wenn man sieht, wie wunderbar die Zeit sein kann, die man hat oder dann irgendwann eben hatte, weil sie dann eben vergangen ist, dann ist das sehr viel mehr wert, als dahin zu gucken, was nicht mehr da ist. Das ist vielleicht so der eine Teil. Also das hat nichts Gutes daran, dass jemand nicht mehr da ist. Es schafft aber ein Bewusstsein dafür, wie wunderbar es war, dass jemand oder wunderbar es ist, dass jemand da war. Das muss man auch sagen. Und das andere, das ja, es gibt etwas, was uns alle miteinander verbindet, die dieses, da gehöre ich ja nur als Außenseiter dazu, was uns verbindet als Menschen, die diesen Makelkrebs haben, für das man ja irgendwie dann auch schnell einen Stempel bekommt. Es ist ein verbindendes Element einer Gemeinschaft. Das heißt, man ist Bestandteil einer Gemeinschaft und wenn auch diese Krankheit das Einzige ist, was einem verbindet, ist man Bestandteil einer ganz innigen Gemeinschaft und so wie Nadja ist ja für ganz viele Menschen ein wirklich großes Vorbild dafür. Und ich weiß, wie viel Kraft das kostet. So, ich weiß ja, dass wenn du das machst, es auch dir gut tut. Ich weiß aber auch, wie erschöpft man danach ist, eben dieses Lächeln auf die Bühne tragen zu können, zu wollen und zu müssen. Aber man ist es ja auch ein kleines bisschen denen schuldig, die man im Laufe der Monate und Jahre kennengelernt hat, die einfach kämpfen und an deren Seite zu stehen und dann jetzt für ein Lächeln zu sorgen, ist auch ein ganz tolles Gefühl. Also das erschöpft, ja. Aber es ist eine Nähe und ein ganz tolles Gefühl. Das ist das Einzige, was ich dann eben mitnehmen kann, sagen kann, wenn das ist, was überbleibt, dann ist das ein Gewinn an Leben, den viele andere nie erfahren werden. Ja, also es geht halt auch darum, was ist oder was bleibt sozusagen. Ne? Ich sage das auch für mich.
Ich weiß auch nicht, wie mein Weg ja weitergeht und denke mir manchmal, also meine Kinder, Hanna und Till, was bleibt? Und mit der Frage beschäftige ich mich ja sekundär, nicht indem ich mich tagtäglich damit beschäftige, was ist, wenn du stirbst, aber in der tiefsten Phase, wo ich hier nicht aus dem Bett kam und mit meinen Kindern im Bett gefrühstückt habe, kam diese Frage ja auch sekundär immer wieder auf, nicht in dem Zweifel, und ich will nicht von Schaffen und Vorbild sprechen, sondern ich einfach auch nicht weiß, wie kommt es denn? Und sich da mit beschäftigen, was bleibt? Was bleibt von dir, wenn du nicht mehr da bist? Und das finde ich einfach so wichtig für alle, die mit mir gegangen sind bis zum heutigen Tag, das, was bleibt. So. Jetzt haben Sie ja auch beschrieben, wie diese Gemeinschaft haben Sie ja jetzt auch beschrieben, dieses Miteinander da einen Weg gehen. Wird das bleiben, beziehungsweise werden Sie sich weiterhin engagieren und auch noch diese Energie, die Sie jetzt gerade, die wir auch in diesem Poetry Slam gesehen haben, nochmal weiter verbreiten? Wie sind da Ihre Pläne? Nadja, ich glaube, du bist gemeint. Ich bin gemeint, ne? Dachte jetzt, die Frage ging erst, dachte ich jetzt an Frank. Okay, genau. Ja, also das ist tatsächlich ja wie so eine gewisse Abhängigkeit. Vielleicht ist es meine kleine Droge und auch meine Therapie, ja, damit umzugehen. Und genau das, was ich von professioneller Ebene mitbringe, seit 20 Jahren in der Klinik, zu arbeiten, zu erfahren, hey, wie sieht das eigentlich aus, wenn du Patientin bist? Und mit diesem ganzen Schatz, der daraus so resultiert ist, hat sich das wunderbare Projekt der Think Pink Club gegründet, sozusagen meine Vision, und wo mittlerweile ein tolles Team hintersteht. Und natürlich ist es ein Herzensprojekt, weil es einfach modern, es hat mir genau das gefehlt, so ein gewisser Spirit, eine gewisse Modernität, eine gewisse Klarheit und Offenheit zu erfahren. Nicht, weil das vielleicht das eine und das andere schlecht ist, um Gottes Willen. Es ist einfach nur ein neuer Raum, vielleicht mal mit der Thematik Krebs anders umzugehen. Und auch nicht, gerade im Punkto Selbsthilfe, nur zu sagen, ich wollte nicht da hinten Platz nehmen in der Selbsthilfegruppe. Es ist ein Teil, ja, und der ist auch unabdingbar. Aber trotzdem möchte ich doch meine ganzen, die bisher mit mir mein Leben verbracht haben, auch mitnehmen. Und deshalb einfach auch mal sternförmig zu gucken, nur weil sie Krebs hat, in Anführungsstrichen, muss sie dann da in die Selbsthilfegruppe. Und was ist mit den ganzen anderen Menschen, die mit mir gehen? Und natürlich merke ich, wie viel mir entgegenkommt. Und genau das ist das, was Frank sagt. Es ist ein unglaubliches Geschenk. Anfang des Jahres haben wir für Metastasierte einen Extra-Raum aufgemacht. Auch für mich ein unglaubliches Geschenk, diese Erfahrung zu machen. Was heißt es, wenn ich metastasiert bin? Wie viel Kraft steckt auch hinter diesen Formaten, sich da mal ein bisschen einzuhören? Und es bleibt gar nichts anderes übrig, in Anführungsstrichen, außer weiterzumachen. Und das, sag ich mal, auf mehrere Schultern zu verteilen und zu multiplizieren. Natürlich nicht nur ich, da stehen tolle Menschen mittlerweile dahinter. Thomas ist ein Teil, Dina ist ein Teil, die das immer mitstützen. Und so merkt man ja, wie groß der Bedarf ist. Mhm. Wer waren denn Ihre... Ganz kurz nochmal zum Schluss, wer saß denn eigentlich im Publikum? Oder wen möchten Sie auch noch erreichen? Also erstmal, wer saß im Publikum? Waren das auch welche, die jetzt irgendwie ein bisschen überrascht waren? War das allen klar, worum es geht? Wie war das? Nein, ich glaube nicht, dass allen, also selbst mir war ja nicht klar, worum es geht oder was auch irgendwann mal entstehen würde. Und im Publikum, primär für die Frauen wollte ich ja erstmal, für die Ladies wollte ich erstmal stehen, die betroffen sind von Krebs. Dann habe ich natürlich weiter überlegt, 70.000 Frauen zu retten, hey, das wäre auch eine coole Nummer. Also ein bisschen brustbewusstes Wissen zu verteilen, nicht schlecht. Habe mich ausbilden lassen als Mama-Care-Trainerin. Und so hat sich vieles multipliziert. Und der Grundstein war mit, also meine Freundin, die das, was ich mir denke und kreiere,
du brauchst ja jemanden, der das irgendwie mit aufs Blatt Papier bringt. Und die hat es halt kreiert und somit saß im Publikum primär natürlich die brustkrebserkrankten Frauen. Aber alles aus meiner Erfahrung heraus hat sich angedockt, dass letztendlich das ganze Umfeld mitgenommen wird und jeder nimmt Platz. Also dieses Umfeld mitnehmen, das ist nach wie vor ein großes Thema. Und wenn ich zwischendurch auch nochmal in die Fragen und Antworten da reingucke, was Sie schreiben, die Zuschauerinnen und Zuschauer schreiben, dann geht das ganz oft immer nochmal auch wieder in Richtung Umfeld. Es geht darum, wie kommuniziere ich und auch, wie gehe ich mit Schweigen um, wie gehe ich auch mit Ablehnung um. Und Herr Pape, ich bin jetzt nochmal bei Ihnen, weil Sie sagen, Sie sind ja eben im Verein Ein Lächeln für dich aktiv. Außerdem sind Sie Notfallseelsorger in der Akutbetreuung und engagieren sich ehrenamtlich in der Hospizarbeit. Und wenn Sie das jetzt, wenn ich das jetzt so zusammenfasse, was hier im Chat eben auch geschrieben wird, also diese Ohnmacht, nicht drüber sprechen zu können, nicht zu wissen, wie man vielleicht seine Wünsche äußert, aber eben auch Ablehnung zu erfahren. Was sagen Sie da Leuten, die bei Ihnen vielleicht auch mit diesem Thema in der Notfallseelsorge aufschlagen? Wie sollen Betroffene, wie sollen unsichere oder verunsicherte Angehörige, Bekannte damit umgehen? Ja gut, jetzt sprechen Sie natürlich die Notfallseelsorger. Mhm. Das heißt, ich habe in der Notfallseelsorge natürlich einen ganz anderen Umgang. Da ist ein Ereignis eingetreten, was keiner erwartet hat. Das heißt, da ist eben unter Umständen auch eine Abschiednahme nicht möglich gewesen, auch die Vorbereitung nicht. Mhm. Das ist bei Menschen, die man vielleicht länger begleitet hat, etwas anderes. Da tritt unter Umständen ein Ereignis ein, was man erwartet hat. Mhm. Unter Umständen die Möglichkeit, sich darauf vorzubereiten, Dinge zu regeln, vielleicht Abschied zu nehmen, vielleicht Dinge zu klären. Das habe ich bei einem Unfall zum Beispiel nicht. Wenn ich zu einem Unfall rausfahren muss und muss unter Umständen jemand eine Todesfallnachricht überbringen, dann ist die Sprachlosigkeit da. Und es wäre auch fast verblüffend, wenn nicht. Also frage ich gleich mal da rein, weil Sie das jetzt auch nochmal ganz klar betont haben. Und ich glaube, Sie haben das vorhin auch schon nochmal schon kurz angedeutet gehabt. Es geht auch um diese Variante, Abschied zu nehmen. Und wenn jetzt auf Schweigen oder Leute entziehen sich, dann ist das ja durchaus auch ein Problem für das Abschiednehmen, sowohl als auch, oder? Da müssen wir, glaube ich, also das ist auch ein bisschen unsere Aufgabe, jemanden an die Hand zu nehmen. Ich würde gleich gerne einfach mal so ein bisschen schildern, was wir eigentlich tun, damit man eine Idee dazu, wie sowas aussehen kann. Aber um die Frage vorweg zu beantworten, Abschied nehmen ist auf der einen Seite aus meiner Sicht eine sehr würdevolle Aufgabe, hier zu jemandem zu stehen, auch dann, wenn es jetzt unter Umständen wehtut, zu sagen, dem entziehe ich mich jetzt nicht. Das ist freundschaftliche und familiäre Verpflichtung. Das ist das falsche Wort, aber ich finde, man kann nicht immer dann, wenn es jetzt schwierig wird, sagen, das kann ich nicht. Sondern da muss man auch mal sagen, das kannst du, das hältst du aus, das tut weh, aber daran wirst du nicht zerbrechen. Und das hat ja auch ein sehr beruhigendes Element. Ja? Wenn ich jemanden sehr lange sehe und der hat vielleicht wirklich gekämpft und ist gezeichnet und man erlebt diesen Moment, wo dieser Kampf sein Ende hat, dann hat das auch etwas sehr Friedliches. Diese Erlösung, ja, das hört sich jetzt ganz plakativ an, aber diese Erlösung gibt es ja tatsächlich. Wenn jemand wirklich kämpfen muss, dann kann es eben sein, dass er irgendwann tatsächlich davon auch erlöst wird. Das erlebe ich aber nur dann als Erlösung, wenn ich ihn vorher habe kämpfen sehen. Wenn ich mich also all dem entziehe, weil ich eben davon nichts mitbekommen möchte, dann kann ich auch nicht erleben, dass es auch ein friedliches Erlösen gibt. Und damit meine ich kein christliches, sondern wenn sich Dinge manchmal eben unausweichlich zeigen, dann ist es zumindest schön zu wissen, dass sie irgendwann ihr Ende haben werden. Damit meine ich natürlich nicht die Lebensqualität. Ja, jemand möchte so lange leben wie möglich und auch gut. Aber es ist nun mal nicht jedem gegeben. Und dann ist es gut zu wissen, dass man diesen Weg eben irgendwann auch auf natürliche Art und Weise beendet. In Unfallsituationen ist das was anderes. In einer Unfallsituation ist es unsere Aufgabe, dafür Sorge zu tragen, dass man diesen Abschied nimmt. Der Hintergrund dafür ist eine rein psychologische Antwort. Wenn ich einem Menschen nie die Antwort geben kann, warum und wie war das denn, dann zeigen sich Bilder im Kopf, die man nie wieder los wird. Das heißt, diese Frage bleibt unbeantwortet. Und deswegen ist es in Unfallsituationen immer so, dass ich zumindest versuche,
beim Abschied nehmen, noch jemand an die Unfallstelle zu holen. Und wenn man nur die Hand hält, und wenn man nur ein Tuch abdeckt, würdevoll und noch einmal die Hand hält, aber zumindest für den Kopf die Frage beantwortet hat, was ist da wie gewesen, dann ist das für jemanden sehr viel leichter, damit leben zu können, als diese Frage, wie war das und hat das wehgetan und ähnliches. Und deswegen ist das eine unterschiedliche Situation. In beiden Fällen rege ich immer dazu an, Abschied zu nehmen. Manchmal gibt es Situationen, da geht das nicht. Das muss man einfach sagen. Manchmal ist es eben wirklich schwer. Und dann muss man auch wirklich sagen, das würde man gerne tun, aber da ist vielleicht der Schaden, den man anrichtet, größer als der Gewinn. Sie haben gerade eben schon gesagt, kurz mal einen kurzen Abriss, was Sie bei Ein Lächeln für dich tun in Ihrem Verein? Ja, also kurz zu der Historie. Meine Tochter ist ja im Dezember 2014 eingeschlafen und sie hatte diesen Wunsch, dass sie bei einem Pferd sterben kann. Und wir haben die Diagnose relativ früh bekommen, sodass wir sehr viel Zeit miteinander verbringen konnten und auch durften, und haben diese Zeit der Sprachlosigkeit dann genutzt zu schreiben. Wir haben zusammen ein Buch geschrieben, Gott, du kannst ein Arsch sein. Und dieser Titel, der ist überhaupt nicht disputierlich und schon gar nicht ist er gotteslästerisch zu verstehen, denn selbst Christus hat am Kreuz genagelt ja gezweifelt. Also der Hintergrund ist ein anderer. Meine Tochter hat irgendwann in dem Moment, wo sie sich von ihrer kleinen Schwester verabschieden musste und von ihrem Pferd verabschieden musste, einfach gesagt, Gott, du kannst ein Arsch sein. Also, und sie hat sich dem hingegeben und hat gesagt, ich werde sterben, aber du kriegst mich eben nicht jungfräulich. Ja? Also sie hat sich noch tätowieren lassen und sie hat all die verrückten Dinge getan, die sie noch tun wollte, einfach um dieses Leben, was sie in ihr steckte, auch wirklich zu nutzen. Aber sie hat eben auch wirklich gesagt, es ist unfair zu sterben und dann nimmst du mir die Haare und du nimmst mir die Zähne und du nimmst mir die Fingernägel. Also warum all das, warum reicht es nicht, wenn man es einfach beendet? Und deswegen hat sie das dann gesagt. Und ich habe im Nachhinein gesagt, ja, sie hatte ja recht und habe dann diesen Titel beibehalten. Und der hat, das sollte auch nie öffentlich werden. Also wir haben nie vorgehabt, ein Buch zu schreiben, sondern wir haben einfach wertvolle Zeit miteinander verbracht. Und was willst du denn mit jemandem machen, der irgendwann bettlägerig ist? Die Welt erobern geht nicht. Also haben wir, sie hat ganz viel gefragt, was ich früher alles gemacht habe in der Politik und alles Mögliche. Und dann haben wir angefangen zu schreiben, weil das diese Zeit war miteinander. So wie man schreibt, ne? Schreiben, lachen, zerreißen, neu schreiben. Also wir haben es 11 Mal geschrieben. Und als das mit den Obstkörben kam, da hat sie dann gesagt, Papa, du musst dieses Buch bekannt machen. Die Leute müssen verstehen, was in einem vorgeht, wenn man gehen muss. Und das Buch ist am 14. Februar, also etwa 6 Wochen, nachdem sie eingeschlafen ist, auf den Markt gekommen. Und kurz danach stand eine junge Frau unten vor der Tür und hat gesagt, ich habe das Buch gelesen. Ich möchte auch lieber beim Pferd sterben. Darf ich das? Und da bist du natürlich erstmal ein bisschen von der Rolle. Auf der anderen Seite stand da unten eine Frau, schwer gezeichnet. Und ich glaube, wir hatten das Glück, dass sie bei uns geklingelt hat. Jeder andere, und das sage ich ganz ehrlich, das ist kein Heldentum, jeder andere hätte sie auch reingelassen. Und da bin ich mir ganz sicher, dass man dafür kein Held ist, nur weil man jemanden reinlässt, der Hilfe braucht. Jetzt hatten wir das Glück, dass sie hier geklingelt hat und wir haben eine ganz wunderbare Zeit miteinander gehabt und haben dadurch auch wirklich alle Ängste verloren, einen Menschen zu verletzen, wieder einen Menschen zu begleiten. Und dann kam immer mehr. Dann haben das immer mehr diese Anfrage gestellt. Und dann waren es erst die Sterbenden, dann waren es die Chemopausen, die sehr zögerlich gefragt haben, ich sterbe nicht, ich bin in einer Chemopause, darf ich trotzdem kommen? Wo wir gesagt haben, das ist eine ganz fantastische Idee, weil hier musst du nicht schauspielen, hier musst du nicht stark sein, auch nicht für Angehörige stark sein, hier darfst du mal weinen. Und die Pferde leisten da eine ganz großartige Arbeit, weil den Pferden das völlig egal ist, ob jemand Haare hat oder nicht. Und dann kam so ermuntert durch, ich glaube, durch Presse und Fernsehen auch wirklich alles. Und wir haben 2015 über 1 Million Menschen ins Land gelassen, ohne uns die Frage zu stellen, was sie erlebt haben. Das heißt, wir haben plötzlich junge Folteropfer hier gehabt, die, wo man ja auch lernen muss, was bedeutet das eigentlich? Ja? Würde und Folter und Schmerz und Sprachbarriere ja auch. Und man hat gemerkt, dass man, um jemanden in den Arm zu nehmen, auch wirklich nicht diese Sprache sprechen muss. Also es hat sich ganz schnell gezeigt, dass das gar nicht nur für Krebs wichtig ist, sondern eben auch für ganz andere Menschen. Und dann kamen irgendwann die Ärzte, die gesagt haben, wir haben hier jemanden auf Station, der soll nicht auf Station sterben. Das kam aus einem Klinikum aus
aus Stuttgart, der hat einen Vierjährigen dort gehabt und hat gesagt, ich kann diesem Kleinen nicht helfen, aber er darf auf keinen Fall im Krankenhaus sterben. Und dann kam hier wenige Tage später ein wirklich großer LKW mit Medizintechnik. Und der Junge hat dann hier seine Zeit auf dem Hof verbracht. Die Technik war direkt immer hier vor Ort, wie eine große Intensivstation, wo die Pferde rein und raus marschieren konnten. Also ein Riesenaufwand. Und da breche ich die Lanze wirklich auch für die Mediziner. Kein Mediziner lässt einen Menschen freiwillig gehen. Und wenn er dann gehen muss, weil es Dinge gibt, die man nicht regeln kann, dann findet man immer auch so, wie sie kennengelernt, ganz tolle, wirklich ganz tolle Menschlichkeit, die plötzlich Dinge ermöglicht, die es nie vorher gegeben hätte. Das Pferd, was über die Station ins Krankenzimmer marschiert, was jeden zu Weißblut treibt, der reinigen muss, aber was dieses Kind vielleicht gerade gebraucht hat. Oder der LKW mit Medizintechnik, der wahrscheinlich eine Unsumme an Geld verschlungen hat, den dieser Vierjährige aber gebraucht hat, um seine letzte Woche hier bei den Pferden sein zu können. Und diese Art der Menschlichkeit ermuntert dich dann einfach weiterzumachen. Und dann kamen die Staatsanwaltschaften, die gesagt haben, wir haben hier eine Mama, deren Kinder getötet wurden, darf die zu euch kommen? Also du erlebst etwas im Sinne von, vielleicht gibt es Menschen, die dich gerade brauchen. Und das ist ein schönes Gefühl, dann da zu sein. Und wenn es dann nur das Lächeln ist, was du rauskriegst. Und ja, so ist das entstanden. Und dann lernt man natürlich auch damit anders zu kommunizieren. Man lernt die direkte Ansprache. Nicht im Sinne von, jetzt erzähl mir mal deine Geschichte, sondern was müssen wir denn jetzt noch tun? Und mal direkt gesagt, ich frage dich nicht nach deiner Geschichte, aber wenn du reden möchtest, dann kannst du mich jederzeit ansprechen. Und spätestens beim Pferdeputzen kommt das irgendwann. Irgendwann fängt man an zu sprechen. Und das ist bei Missbrauch und Folteropfern noch sehr viel schwieriger, weil die das Vertrauen in die Menschheit vollständig verloren haben, völlig zu Recht. Und wir haben hier jemanden aus einem Kriegsgebiet gehabt, eine junge Frau, die Schändung erlebt hat. Das ist das furchtbarste Kriegsverbrechen, was man einem Menschen antun kann. Also man kann einen Menschen wirklich vollständig zerbrechen. Und die hat keine, da war nichts mehr an Lebensmut. Aber wenn die Pferde dann da sind und sie fängt an zu putzen, dann spricht sie mit den Tieren. Und so hat sie dann irgendwann wieder angefangen, Vertrauen zu schöpfen. Und das ist eigentlich das, was wir hier tun. Also wir haben hier Menschen, die in Krisensituationen sind und diesen Rückzugsort für sich entdeckt haben, zu sagen, ich muss immer mal auch wissen, wenn es mir schlecht geht, dass ich dahin zurück kann. Also haben wir teilweise Menschen, die hier verbleiben und eben auch teilweise Menschen, die kommen und gehen und ihr Leben so gut regeln, wie es geht, aber dann, wenn es ihnen nicht gut geht, sagen, darf ich jetzt kommen und muss ich kommen und ich brauche das jetzt. Deswegen ist die suizidale Ansprache eine sehr direkte, wenn jemand sagt, mir geht es nicht gut. Also es gibt hier eine klare Regel, keiner tut sich was an, aber dafür darf er jederzeit hier sein und so ist hier der Tagesablauf. Also wir wissen morgens nicht, wie der Tag sein kann. Es ist durchaus möglich, dass spontan jemand vor der Tür steht. Wie viele Leute sind Sie? Das muss ich jetzt nochmal fragen, weil ich versuche gerade, mir das Bild auch vor Augen zu führen. Das ist ja doch sehr, sehr intensiv, die Gespräche. Das ist ja nicht so, ich nehme ja meist eine halbe Stunde Zeit, sondern das ist ja wahrscheinlich auch sehr individuell. Wie regeln Sie das trotzdem? Also gerade eben, weil es nicht so planbar ist. Sie wissen nicht, wie viele Leute kommen und wieder gehen, wer vielleicht auch bleibt. Wie kriegen Sie das hin? Also zum einen muss man sagen, so eine Gemeinschaft trägt sich teilweise mit. Das heißt, man lernt jemand anders kennen, der auch mal für jemanden da ist. Das ist also dann nicht nur unsere Aufgabe, sondern wenn man mal sein Zimmer mit jemandem geteilt hat, dann entsteht da häufig auch Freundschaft. Also häufig auch dann so, wenn jemand sagt, wenn du kommst, dann weißt du was, dann komme ich auch mal vorbei. Also das ist nicht nur durch uns zu tragen, aber es wird natürlich viel durch uns getragen. Die leben hier innerhalb der Familie mit, sie leben im normalen Haushalt mit. Das heißt, es wird gemeinsam gekocht, gemeinsam gegessen, gemeinsam Fernsehen geguckt, gespielt. Und ja, und wenn jemand eben nicht zu Tisch kommen kann, weil er eben bettlägerig ist, dann nehmen wir alle unseren Teller und setzen sich bei ihm ans Bett. Also er bleibt so lange Bestandteil der Gemeinschaft, wie es geht. 7 Personen dürfen wir aufnehmen. Er geht nicht, dann wir unterstehen sonst dem Heimstättengesetz. Und das würde uns das Leben sehr viel schwerer machen, weil dann dürften die Pferde nicht mehr mit ins Zimmer. Und hier ist es so, wenn jemand nicht mehr raus kann, dann da kommt so ein Pferd auch mal ins Krankenbett. Mhm. Das sind also so ein paar Dinge, die man sich hier rausnimmt. Und es ist ein bisschen Pippi Langstrumpf-mäßig. Natürlich gibt es Regeln, aber sie sind nicht für alle gleich erkennbar. Also es gibt zum Beispiel 4 Mahlzeiten am Tag. Die sind jetzt nicht, weil alle so viel essen, sondern weil man dadurch die Kontrolle über die Menschen hat. Denn sie sind immer nur kurze Abschnitte für sich. Und es hat noch einen anderen Faktor, nämlich es ist für jemanden, der ohnehin schon vielleicht schwer
schwer mit sich selber gerade alleine sein möchte, viel einfacher, immer 2-3 Stunden zu schaffen, als gleich einen ganzen Tag. Wie ist denn das mit den, auch wieder hier die Frage, weil es kam jetzt hier auch gerade nochmal eine Frage, da sagte eine Frau, bei der ersten Diagnose hatte ich noch gute Unterstützung in meinem Netzwerk, bei der zweiten, beim zweiten Mal Diagnose Krebs waren die irgendwie alle weg. Wie ist denn das jetzt bei Ihnen? Übernehmen Sie da wirklich diese Rolle dieses Netzwerks auch ganz oft? Oder kommen auch wirklich Leute, die denn noch besuchen oder mit als Begleitung mit dabei sind? Wie ist das? Beides. Für die einen sind wir das Netzwerk, was übergeblieben ist. Mhm. Das ist teilweise so. Das sind dann teilweise wirklich vereinsamte Menschen, die dann hier eben Familienleben neu erleben. Bei Obdachlosen, die wir aufnehmen, die sind ja auch teilweise schwer krank, ist es noch wieder was anderes. Die müssen dann unter Umständen erstmal wieder überhaupt Gesellschaft ertragen können. Da ist das noch wieder was ganz anderes. Da kann das sein, dass man jemanden innerhalb so einer Gesellschaft aufnimmt und trotzdem akzeptiert, dass er draußen auf dem Rasen schläft. Das ist auch sein gutes Recht, das zu tun. Also ist dann halt ungewöhnlich, aber auch das gibt es hier. Und dann kommen wieder andere, die sagen, ich brauche einfach Hilfe in der Begleitung. Und das hat einen anderen Hintergrund, denn zu Hause möchte man gerne lange bleiben, aber es ist manchmal auch wirklich schwer zu sehen, dass die anderen unter einem leiden. Also ist ja, wenn es einem nicht so gut geht, dann sieht man ja die anderen auch schon öfter mal traurig und unter Umständen auch, unter Umständen merkt man auch, dass es ihnen sehr schwer fällt, nichts tun zu können, einfach dabei sein zu müssen, aber eben nichts tun zu können, so wie wir das als Eltern ja auch erlebt haben bei unserer Tochter. Und dann ist es vielleicht auch ganz schön, wenn du nicht immer stark sein musst. Also wenn du einfach mal einen Ort hast, wo du für Angehörige überhaupt nicht stark sein musst, auch nicht vorspielen musst, es ist okay, weil es ist nicht okay. Und dann darf man auch mal eben traurig sein. Aber es fällt schwer, traurig zu sein, wenn der andere dann traurig ist, weil du traurig bist. Also ich weiß, hört sich schwierig an, aber ist halt so. Ne? Wenn ich weine, dann weint meine Frau. Wenn meine Frau weint, weint meine Tochter. Also vielleicht ist es dann einfach, wenn man dann an einem Ort ist, wo man das mal tun kann. Und das ist andersrum nicht anders. Also wir haben ein junges Pärchen hier und die gehen da sehr offen mit an. Sie sagt, ich brauche einfach mal die Möglichkeit, ohne dass du jetzt an mir klebst. Und er sagt, und ich muss mal die Möglichkeit haben, zur Arbeit zu fahren und zu wissen, dass du trotzdem gut aufgehoben bist. Und die ist unter der Woche hier gut aufgehoben, aber am jedem Wochenende kommt er dann und teilt sich dann das Leben mit ihr. Also, er sagt natürlich auch, wenn was sich am Zustand verändert, dann will ich sofort wissen, dann bin ich auch sofort da. Aber für ihn muss ja auch das Leben, das hört sich jetzt ein bisschen kalt an, aber für ihn muss das Leben ja auch weitergehen. Also, deswegen ist das ja immer so eine Begleitung von dem einen und den anderen. Wir haben früher gedacht, wenn jemand begleitet wird, ist er weg. Aber das ist ja nicht so. Wenn jemand begleitet wird, bleibt unter Umständen ein Mann, eine Tochter oder zumindest Familie, die ja dann auch aufgefangen sein möchte. Und so entsteht dann eine etwas größere Gemeinschaft. Ja. Ganz kurz noch zum Abschluss. Wir hatten vorhin auch ganz kurz mal diese am Anfang war das gewesen, wo es auch darum ging, wer zieht sich zurück, wer geht wie mit der Erkrankung um. Können Sie da so aus Ihrer Erfahrung sagen, im Jüngeren fällt es leichter, jetzt haben Sie ja dieses Schicksal mit Ihrer Tochter, ist es bei Jüngeren einfacher mit der Situation umzugehen als vielleicht bei Älteren oder kann man das daran am Alter nicht festmachen? Ja, das kann ich schon. Also ich kann schon sagen, bei Kindern unter 10, 8, 9, 10 Jahren ist der Umgang damit sehr viel freier, sehr viel angstfreier, sehr viel natürlicher. In der Pubertät ist das dann schon wieder sehr viel schwieriger, weil da Ängste eben häufig auch gar nicht angesprochen werden oder zumindest dann eben nicht unbedingt mit Eltern. Ja, also ich glaube, ich erlebe Kinder schon, wie soll ich das sagen? Ich glaube, zu Kindern brauchen wir ein sehr großes Vertrauensverhältnis, bis sie rauskommen mit den Ängsten, bis sie es ansprechen. Ich sehe aber auch den Bedarf, dass er da ist und es dauert nur länger. Ne? Wenn ich mit einem erwachsenen Menschen und einen Kaffee trinke, dann fängt er unter Umständen schon an zu sprudeln und du kommst gar nicht so schnell hin und sagst, also jetzt Sekunde, gib mir mal eben einmal Sekunde Luft zu holen. Und das kann bei Kindern ein paar Wochen dauern, bis ein Kind anfängt zu sprechen. Das heißt, Kinder neigen dazu, unter Umständen den Kummer schon wirklich sehr, sehr lange mit sich rumzutragen.
Und es macht dann zumindest aus unserer Sicht auch ganz wenig Sinn, sie zum Reden zu ermuntern, weil das ist zwar Wertschätzung, aber es schafft nicht automatisch Vertrauen. Mhm. Gemeinsam etwas zu erleben, das ist dann schon anders. Also so wie jetzt eben hier das Mädchen, womit wir hier, also eben jetzt wirklich zusammen Schokolade machen oder ähnliches. Also ich nehme sie direkt mit zur Arbeit, sie ist direkt mit eingespannt. Das heißt, da entsteht ja auch etwas Gemeinsames, was du schaffst, was du erschaffst und was du gemeinsam tust. Und dann entsteht auch Vertrauen. Das ist beim Ausreiten auch nicht anders. Also da kann man nur sagen, ja, Respekt vor Ihrer Arbeit und ja, dass das weiter besteht. Ihr Buch ist im Übrigen auch verfilmt worden. Das kann man sich ansehen. Den Film lief der schon im, wo die, läuft der im Moment? Kann man den irgendwo, wissen Sie das? Also im Kino lief er ja. Dann natürlich direkt mit Corona wurde dann auch der Kinofilm beendet. Ja, runterladen kann man ihn überall. Also ist, glaube ich, auf allen Portalen runterzuladen und kann man auch gut gucken. Es ist sehr viel fröhlicher, als man denkt. Also wir haben in dem Film ganz bewusst darauf verzichtet, die schwierigen Dinge des Abschiednehmens zu zeigen, weil eigentlich das Leben auch in den letzten 296 Tagen schon wirklich auch schön sein kann und haben uns dann darauf fokussiert. Und ich muss da auch eine Lanze für Till brechen. Ich finde, Till hat mich da ganz fantastisch gespielt. Also Till hat es wirklich geschafft, mich in all meinen Dummheiten und meinen Ecken und Kanten gut zu spielen. Und ja, er hat aber auch von sich aus gesagt, dass es ihm extrem schwer fiel, weil seine Tochter ist ja genauso alt. Und, ja. Ja, also auf jeden Fall ein Film, der sich lohnt. Da sollte man mal reingucken. Und ja, vielen Dank an dieser Stelle schon mal an Sie, Herr Pape, für Ihren Einsatz und was Sie alles leisten. Ja, meine Damen und Herren, wir kommen so langsam zum Ende. Und ich bedanke mich erstmal bei Herrn Dr. Häuser, bei Frau Wedel und bei Herrn Pape, dass Sie mit dabei sind und frage jetzt nochmal Frau Oehrschläger. Sie haben das ja heute hier alles ins Leben gerufen, dieses Programm, und wir haben viel erfahren, ich denke viel gehört, viel wirklich auch Emotionales gesehen und auch besprochen. Jetzt hatten Sie auch gesagt gehabt am Eingang, ja, es ist auch ein Sprachgebrauch, dieses Tabuisieren beziehungsweise auch diese Kampf, sagen Sie schon, also diese Kampf, wie heißt das Wort, Frau Oehrschläger, helfen Sie mir mal kurz. Meinen Sie jetzt die Kriegsmetaphern oder die Kampfmetaphern? Ja, das war das Wort, was mir gefehlt hat jetzt tatsächlich. Genau, das sollte jetzt mal weggehen. Und jetzt immer die Frage an Sie zum Schluss. Was können Sie denn auch als Krebsgesellschaft noch tun, damit das zukünftig anders wird, damit die Generationen das nicht immer weiter mit sich rumschleppen, sondern eben vielleicht auch den Sprachgebrauch so langsam über Generationen hinweg sich verändert? Also es ist definitiv ein Marathon und kein Sprint, das ist ganz klar. Und unsere Aufgabe ist es natürlich als Organisation da am Ball zu bleiben und uns immer wieder Neues auszudenken, um im Gespräch zu bleiben, um das zu thematisieren, was an uns herangetragen wird, was wir sehen, wo der Bedarf ist und da zu sein einfach für Menschen. Ich möchte da auch noch mal ganz kurz auf eine Frage, die da gekommen ist, an mich im Chat reagieren, wo gesagt wird, habe ich denn eine moralische Verpflichtung zum Reden? Natürlich habe ich die nicht. Also wenn ich nicht jemandem etwas sagen möchte über mich und wie ich mich fühle und mit meiner Krankheit, dann muss ich das nicht. Jeder hat ein sehr, sehr individuelles Bedürfnis, Informationen zu sammeln und diese auch wieder rauszugeben. Und das ist auch sein gutes Recht, darüber zu herrschen und zu bestimmen, was andere von mir auch erwarten. Da sollte man sich auf keinen Fall verpflichtet fühlen in irgendeiner Weise. Es ist halt nur der Punkt, der zu bedenken geht, wenn ich Menschen, die tatsächlich irgendwo am Rande mitbekommen habe, was passiert ist, dass da was ist, da dann nicht zu kommunizieren, da ist halt der Fall dann da, dieser Elefant steht irgendwie im Raum, der ist dann da. Und dann ist es
eigentlich in der Regel leichter, das mal eben anzusprechen und den anderen auch ein bisschen zu entlasten und zu sagen, so ist der Fall, aber ich möchte jetzt nicht drüber sprechen, ist alles für mich so geregelt und dann schaffe ich auch wieder eine Beziehung. Na, dann weiß der andere, wo er steht. Und deswegen ist es so, aber ich muss ihn jetzt nicht in die tiefsten Gefühle einlassen. Also das ist das. Einfach, und das ist das auch, was die Kampagne möchte, individuell abzuschätzen, wie ist der Bedarf und ja, und wenn man nicht sprechen möchte, möchte man nicht sprechen, aber es macht eben vieles leichter. Und in diesem Sinne möchte ich auch noch mal kurz, so, wo wir jetzt zum Ende kommen, auf das Buch hinweisen, was wir zur Kampagne haben. Also es gibt eins, das ist quasi die Einladung zum Dialog. Da sind ganz viele Perspektiven drin und Menschen, die gesprochen haben, wie es ihnen ergeht. Und das kann man bei der Krebsgesellschaft NRW kostenlos bestellen. Schicken wir jedem, der es möchte. Und ja, das ist nochmal einfach, um die Sache weiterzutragen. Und wir machen halt weiter mit Veranstaltungen und vor allen Dingen auch generationsübergreifend, um irgendwie den Weg in das neue Sprechen über Krebs zu kommen und dahin zu finden. Mhm. Herr Pape, ganz kurz noch, bitte. Ja, ganz kurz noch. Ich möchte zumindest die drei, jetzt sind es noch 59 und auch Nadja und Herr Dr. Häuser gerne animieren, wenn die Not da ist, wenn man sagt, ich brauche diese Auszeit, dann sprecht uns bitte an. Sehr gerne. Ich möchte dich ja noch besuchen kommen. Du musst mich noch besuchen kommen. Herr Pape, dann machen wir das nochmal ganz offiziell. Wer das jetzt gehört hat und gedacht, ja, das ist interessant und sich überhaupt für Ihre Arbeit interessiert. Sie haben eine Webseite, nehme ich an. Lächeln für dich mit Minusstrichen geschrieben. Ansonsten unter Frank Pape findet man mich ganz sicher im Internet. Da dürfte genug stehen. Die Kosten werden übernommen hier vom Verein und von dem, was wir hier tun. Das heißt, da muss jetzt keine Angst haben, dass er nicht hier sein kann, weil da Kosten entstehen. Aber wer jetzt wirklich für sich sagt, ich brauche das jetzt mal, es tut mir gut, der darf ruhig dann einfach anfragen. Oder aber auch, wer Sie unterstützen möchte in irgendeiner Form, darf dann natürlich sicherlich auch Kontakt aufnehmen. Das gehört ja dann auch mit dazu. Ja, da gibt es vielleicht auch was ganz Tolles, das muss ich noch hinterherhängen, weil tatsächlich verstecken wir nämlich hier diese Menschen auch nicht. Wir haben auch gemerkt, dass weniger Besuch kommt. Und deswegen, wir haben ja hier eine Kaffeerösterei und Schokolaterie und wir werden jetzt ein Begegnungscafé einrichten. Das heißt, weil ich weiß, dass die Berührungsängste zu diesen Menschen so groß sind und wenn ich jetzt sage Begegnungscafé, würde vermutlich keiner kommen, haben wir gesagt, dass die Schokolaterie und die Rösterei in diesem Café sitzen. Das heißt, wenn jemand kommen möchte, weil er Röstkaffee haben möchte oder Schokolade, dann wird er nicht umherkommen und muss akzeptieren, dass er von Menschen Kaffee serviert bekommt, die unter Umständen im Rollstuhl sitzen und keine Haare haben. Also wir haben es jetzt so attraktiv wie möglich gemacht, diesen Menschen zu begegnen, weil sie so wundervolle Menschen sind. Aber die Begegnungsängste sind manchmal etwas größer, also werden wir sie jetzt versüßen. Schön gesagt, nochmal zum Abschluss genauso. Also, da können Sie sich auch nochmal erkundigen, gerne vorbeigehen. Und Frau Oeschleger, wenn Sie das hören, also es ist im Wandel, es tut sich was, Herr Pape hat neue Ideen, Frau Will strotzt vor Energie und wird Ihre Botschaft in die Welt hinaus tönen. Und Herr Dr. Häuser, Sie sind ja sowieso an vorderster Front mit dabei und immer engagiert für die Patientinnen und Patienten. So, Frau Oeschleger, bei Ihnen in der Krebsgesellschaft, Sie auch, Sie haben viel vor. Infos über die Veranstaltung, über die Kampagne oder aber auch Fragen kann man, denke ich mal, über Ihre Webseite stellen? Gerne direkt an uns anrufen, mailen. Wir vermitteln auf jeden Fall gerne weiter, auch weiter zu unseren Referentinnen und Referenten heute und einfach melden. Über die Website ist das möglich. Wir sind da auch über krebsgesellschaft.nrw.de schnell zu finden. So soll es sein. Und ja, nutzen Sie die Möglichkeit, hier sich auch nochmal weiter zu informieren. Ich bedanke mich nochmal recht herzlich bei Ihnen allen und natürlich auch bei Ihnen, meine Damen und Herren, für Ihr Interesse. Bleiben Sie noch dran, wir sind noch nicht am Ende. Wir werden uns hier aus diesem Livestream zwar verabschieden, das heißt aber nicht, dass für Sie schon Schluss ist, denn wir haben noch einen Poetry Slam für Sie. Und zwar ist das der Florian Schreiber, der ist auch aufgetreten und hat hat seine Geschichte eben auch entsprechend niedergelegt und auch er hat die Kurve gekriegt und man muss wirklich lachen. Also bleiben Sie dabei.
Der Poetry Slam heißt Rhododendron. Und warum dieser Titel gewählt worden ist, das schildert er da auch in sehr anschaulicher Weise. Also vielen Dank, dass Sie mit dabei gewesen sind. Wir verabschieden uns an dieser Stelle. Wir wünschen Ihnen natürlich alles Gute. Sie wissen, wo Sie sich informieren können. Scheuen Sie sich nicht, das zu tun, denn Sie wissen, miteinander reden ist die Grundlage für ganz, ganz viele Sachen. Also reden Sie miteinander und sprechen Sie über Krebs. Auf Wiedersehen. So, wir kündigen ihn an aus einer sehr, sehr schönen Stadt, nämlich ebenfalls aus Aachen. Sie ist nicht so weit weg und dementsprechend ist sein Weg auf die Bühne jetzt auch nicht mehr weit. Grölt ihn gerne nach vorne. Hier ist für euch Florian Schreiber! So, erstmal die Grenzen dieses Mikrofonständers ausgetestet. Ja, so hoch geht, ja. Hallo zusammen. Ja, ich möchte erstmal anfangen, weil ich vielleicht dazu gleich nicht mehr die Zeit zu habe, ganz vertätig euch mal Danke zu sagen. Danke, dass ihr jetzt schon, der Abend geht schon etwas länger. Danke, dass ihr immer noch so aufmerksam zuhört. Danke, dass ihr so viel Respekt den anderen Texten gegenüberbringt. Macht mal bitte kurz Lärm für euch selbst. Jetzt könnte man natürlich auch gemein sagen, ich wollte nur nochmal Applaus für mich einholen, aber das wär lächerlich. Mein Text trägt den Titel Rhododendron. So, ich glaube, ich habe endlich eine, sagt ein junger Mann, hörbar erleichtert, während er gebeugt in der rechten Seite meines Bettes steht. Ganz schön schwer, noch eine gute Vene bei Ihnen zu finden. Ja, das hat die Schwester gestern auch schon gemeint, antworte ich etwas gewollt locker. Wir beide schmunzeln kurz. Ich hoffe, Spritzen und Nadeln machen Ihnen nichts, sagt der junge Mann, während er den siebten Versuch unternimmt, mir einen Zugang in meinen Arm zu legen. Nein, sage ich, und schaue trotzdem nicht hin, als die dünne Nadel meine Haut durchdringt. Dabei stimmt es sogar. Vor einer Woche hatte ich noch panische Angst vor Spritzen. Jetzt habe ich nur Angst, dass die Spritzen nicht helfen. In meinem Zimmer stehen ein Bett, ein Tisch und ein Stuhl. In meinem Zimmer kann man kein Fenster öffnen, mein Zimmer wird zentral klimatisiert. Die Luft steht, während ich liege. In meinem Zimmer hängt ein Bild von einem Rhododendron, es ist ein hässliches Bild, ich würde es gerne abhängen, aber das geht nicht, solange die Infusion läuft. Ja, in meinem Zimmer ist kein Platz für Träume, in meinem Zimmer ist gerade mal Platz für übermorgen. Aber mein Leben läuft immer seltener an Tagen. Mein Leben läuft in Zyklen, in fremden Zyklen. Mein Leben sitzt in Wartezimmern oder liegt in fremden Betten. Mein Leben versucht weiterzumachen. Mein Leben sitzt in der Uni und steht neben sich, steht unter der Dusche, aber regt sich nicht, denn es hat jetzt nicht nur die Schnauze, sondern jetzt auch die Hände voll und der Abfluss verstopft, als man begreift, dass man sie jetzt nicht mehr verstecken kann. Man realisiert, dass man jetzt Mützen braucht. Ich realisiere, dass mir Mützen echt scheiße stehen. Und Glatze erst recht. Mein Leben hängt seit Wochen an Infusion. Es hängt an den Wurzeln des immergrünen Apfelbaums. Es hängt am seidenen Faden. Oder nicht? Weiß ich nicht. Kann ich nicht einschätzen. Hab die Gefahr nie gesehen, nur gespürt unter der Haut. Vor 7 Jahren. Vor 7 Jahren war ich das letzte Mal in dem Zimmer. Seit 7 Jahren bin ich gesund. Und seit 7 Jahren frage ich mich, wie man diesen riesigen Elefanten im Raum locker anspricht. Und meine emotionalen Ausführungen zeigen, dass ich bis jetzt keine Antwort darauf gefunden habe. Hallo, ich bin Florian und ich habe nur einen Hoden. Ist zwar ein Eisbrecher, aber nach einem Eisbrecher landet man bekanntlich im kalten Wasser. Also lass mal über Krebs reden. Lass mal über Krebs reden und lass mal nicht alle so angespannt sein. Wenn man in so einer Unterhaltung erwähnt, dass man mal Krebs hatte, dann reagieren die meisten so, wie wenn Opa nach dem dritten Eierlikör anfängt, sich an die guten Seiten des Zweiten Weltkriegs zu erinnern. Plötzlich schauen alle weg, werden still, sind unangenehm berührt. Deswegen lass mal über Krebs reden. Und zwar so, dass man nicht das Gefühl hat, auf die Krankheit reduziert zu werden. Man will ja nicht der Typ, der mal Krebs hatte, sein. Will nicht die ganze Aufmerksamkeit, will nur einen Beitrag zu einer Unterhaltung leisten. Einen Impuls aus der eigenen Erfahrung geben, die Krankheit, die dein Leben bestimmt hat oder bestimmt, nicht verschweigen.
Lass mal über Krebs reden. Aber nicht, weil wir darüber reden müssen, sondern weil wir es als Gesellschaft wollen und es ein ganz normales Thema für uns ist. Dann hätten wir vielleicht weniger Zeit, uns von anderen Themen ablenken zu lassen. Zum Beispiel, dass sich irgendwer entschieden hat, dass jetzt Buffalo Boots zurück sein sollen. Oder dass es generell eine gute Idee ist, Dinge in Aspik zu gießen. Ich meine, hallo? Da hat man so ein bisschen Fleisch, ein hart gekochtes Ei und so ein Maiskölbchen. Und dann sag ich, so, da kippe ich jetzt diese gallertartige Masse drüber. Miam, 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 miam. Nee, nee. Nee, ganz ehrlich, lass mal lieber über Krebs reden. Und zwar mit der Ernsthaftigkeit, die dem Thema gebührt, aber mit einer Leichtigkeit, die den Betroffenen trotzdem nicht jegliche Luft zum Atmen raubt. Denn die Flut an Anteilnahme reißt einen schnell mit. Und dann treibt man allein im offenen Meer. Ja, lass mal über Krebs lachen. Denn es braucht nur mal eine süße Klausur, um bittere Pillen verdaulich zu machen. Es braucht Freunde, die einem Krankenhaus besuchen und eine Ausgabe von Günter Grass' Novelle Im Krebsgang, ein Stopfei und ein T-Shirt mit der Aufschrift Eineiger Zwilling schenken. Es ist leider so passiert. Ich habe gute Freunde. Denn ein schlechter Witz war diese Krankheit eh schon von allein. Lass mal über Krebs reden. Und zwar so, dass man sich nicht indirekt rechtfertigen muss, wie oft ich schon gefragt wurde, woher das denn gekommen wäre oder wie das denn sein könnte, dass man schon so jung an Krebs erkrankt, als ob man als Kind in so einen Topf voll radioaktiven Zaubertrank gefallen wäre oder man sich nachts so aus Spaß so einen Uranstab in die Hose steckt. Ja, lass mal lieber über Hodenkrebs reden. Und dieses seltsame Gefühl, was einem die Gesellschaft gibt, nur mit zwei Hoden ein echter Mann zu sein, wenn man mal wieder Eier zeigen soll. Ganz ehrlich, wenn meine Männlichkeit von diesen wabrigen Gebilden abhängt, die aussehen, als hätte man eine alte Tennissocke seit 12 Jahren im Trockner vergessen, dann könnt ihr mir von mir aus das zweite Ei auch noch abnehmen. Und wo wir gerade dabei sind, lass mal über Hodenprothesen reden. Hätte man sich da nicht was Cooleres ausdenken können als so Silikoneier? Sowas, was im Dunkeln leuchtet? So ein Eiffelturm im Maßstab 1 zu 8000? Das hätte ich gerne mal in meinem Tinder-Profil eingebaut. Das wäre doch mal ein Eisbrecher fürs erste Date. Ich habe einen Eiffelturm in der Hose. Nee, lass mal über Krebs reden. Und lass die Angst benennen, die ich auch nach 7 Jahren noch habe, dass da wieder was kommen könnte. Lass mal Verständnis aufbringen für all die Leute, deren Welt plötzlich stillsteht, deren Gedanken nur noch im engsten Kreis tanzen, wenn sie wieder einen Knubbel unter ihrer Haut spüren. Lass uns die Schattenseiten beleuchten und Licht in die dunklen Ecken bringen. Lass mal den Druck von den Betroffenen und deren Angehörigen nehmen, lass Krebs zu einem Thema machen, über das man nicht lieber schweigt, bevor man die Stimmung runterzieht oder sich rechtfertigen muss. Und lass mal schönere Bilder in Krankenhauszimmern aufhängen. Diesen Rhododendron, den hat echt keiner verdient. Lass mal über Krebs reden. Ohne Punkt und ohne Komma. Ausrufezeichen. Applaus